Ich würde ganz begrüßen, dass er veranstaltet. Wir waren auch schon gut in Bad Württemberg, der in Stuttgart und in Uli Baran in Stuttgart zum Thema Grundschule, Gemeinschaftsschule, Hochschule. Welche Bildung braucht das Land? Und unsere Referenten Dr. Tim Kern, Mitglied des Landtags. Ein herzliches Willkommen und ich, Tim. Sind doch einige gekommen, was mich sehr freut. Und wenn ich mich gerade mal umschaue, möchte ich auch ein paar Leute begrüßen. Unseren LHG-Landesvorsitzenden, den Marc Dornbach. Und dann ein bisschen was in der Bahnhofsgruppe Baden-Württemberg sagen. Dann der Robert Meldt, unser Ehrenmitglied bei der LHG Stuttgart und mittlerweile Juli-Kreisvorsitzender. Und wird nachher das Thema einführen. Auch ein herzliches Willkommen. Dann haben wir oben besucht den Lukas Schulz von der Landesstudierendenvertretung, einen der beiden Vorsitzenden. Den Daniel vom Jugendrat. Ist toll, ist toll, dass du da bist, kann man auch glauben. Und von Jeff Stuttgart ist auch jemand da, das Simon Freisler in der letzten Reihe. So. Ich sage nichts über die LHG, das macht der Markt dann. Ich stelle nur den Referenten geschwind noch vor. Tim Kern ist ein bisschen älter wie ich. 72, Jahre 72 geboren. Und übrigens, wo sind wir hier? Wir sind hier im Institut für Mineralogie und Kristallchemie, im Institut, in dem ich promoviere. Das hat der Tim schon hinter sich. Tolles Promotionsthema im Übrigen. Warum werden Bürgermeister abgewählt? Eine Studie aus Baden-Württemberg über den Zeitraum von 1973 bis 2003. Das ist toll. Und verkauft sich's gut? Ja. Bin gespannt, würde ich gerne auch ein bisschen was dazu hören. Du bist im Hauptmann Neckar aufgewachsen, wie Michael Theurer auch war, der Klassenkamerad. Kein Kreuz vor mir aus. Er ist so viel älter, wie ich älter bin als du. Okay, ja. Was mir da du hast in Tübingen katholische Theologie, Geschichte und Politikwissenschaft studiert und zwischen 97 und 98 warst du an der Melbourne University in Washington D.C. und hast dort zum Thema Friedens- und Konfliktforschung gearbeitet. Dann bist du Lehrer geworden, hast 2007 unterrichtet am Friedrich-Hilst-Gymnasium in Reutlingen, die Fächer Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Geschichte und katholische Religion. Dann eben die Promotion zu genanntem Thema, was ich wirklich sehr spannend finde. Bist in die Politik gekommen und wurdest 2011 dann Landtagsabgeordneter und 2013 sogar parlamentarischer Geschäftsführer und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-DVP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Und ich habe mich damals kennengelernt als hochschulpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Bist du nicht mehr, es ist der Herr Bund, aber ich denke, du stehst jetzt auch für diese Fragen zu dem Hochschulpolitik heute Abend natürlich zur Verfügung. Ich habe gesagt, das ist kurz mal, das mache ich auch. Noch ein Hinweis, wir werden die Veranstaltung filmen und dann auch ins Internet stellen. Und jetzt geht es weiter mit dem Marc Dornbach, der ein bisschen was zur LHG sagt. Bitte schön. Ja, danke Alexander. Herr Marc, ich bin der Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, der Liberalen Hochschulgruppen. Wir haben an einigen Hochschulen, leider nicht an so vielen Hochschulen, die man wünschen würde, aber auch an einigen haben wir liberale Gruppen, wo sich Studenten treffen. Und wir beschäftigen uns nicht nur mit der Frage, also auch mit der Frage, wie ist es denn als Student an einer Hochschule und was kann man denn für Studenten tun. Wir beschäftigen uns aber auch allgemein mit dem Thema Hochschule. Das bedeutet darüber hinaus mit dem Thema Hochschulfinanzierung zum Beispiel. Ja, wir wirken an den einzelnen Hochschulen. Ja. Die LHG Stuttgart hatte zum Beispiel vor einiger Zeit ein echt tolles Projekt. Da hat das Studentenwerk uns immer erklärt, ey, die Mensa, die ist echt gut. Ja, da brauchen wir gar keine Kritik und Feedbackbogen. Und dann hat die liberale Hochschulgruppe Stuttgart, großzügig wie sie ist, weil das Studentenwerk das nicht selber geschafft hat, ein Feedbackformular eingeführt und siehe da, es hagelte Kritik, ja, was das Studentenwerk dann auch nach, glaube ich, 3 Jahren oder so bewegt hat, jetzt selber zu fragen, wie das Essen geschmeckt hat. Wir setzen also im Kleinen Dinge um. Ja, wir bemühen uns aber auch, in größeren Dinge umzusetzen. Im Augenblick sind wir sehr tätig im Landesfachausschuss für Bildung in der FDP, denn es geht langsam auf die Landtagswahl auch wieder zu. Jetzt wird das Wahlprogramm geschrieben und wir wollen einfach so ein paar studentisch relevante Sachen, die uns jetzt unter den Nägeln brennen, auch zum Beispiel dort drin haben.
Das heißt, kleines Beispiel, die verfasste Studierendenschaft wurde von Grün-Rot eingeführt. Man kann zum einen darüber diskutieren, das haben wir auch getan letztes Wochenende zum Beispiel in Würzburg, ob denn die verfasste Studierendenschaft das ideale Modell ist, denn jeder wird gezwungen, irgendwo Mitglied zu sein in einer Vereinigung, die sich dann äußert und man hat im Prinzip keine Kontrolle darüber, wie sich diese Vereinigung mit dieser Zwangsmitgliedschaft äußert für einen, ob die Rebellen irgendwo unterstützt oder sich zum Thema Ukraine äußert. Das brauche ich eigentlich als Student nicht, wenn ich hier in Stuttgart an der Uni Mitglied dort bin. Es geht aber auch darum, dass das Hochschulgesetz einige handwerkliche Fehler hat. Dass es so wie es jetzt ist, sorgt es dafür, dass die verfassten Studierendenschaften sich sehr mit sich selber beschäftigen, anstatt für die Studenten da zu sein. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der uns wichtig ist, dauernd danach korrigieren. Es gibt im Augenblick, ist die Rede von einem landesweiten Semesterticket, das unter Grün-Rot eingeführt werden soll. Das soll aber natürlich außer den Studenten niemanden was kosten. Ja, und auch da wirken wir darauf hin, dass das Semesterticket zum einen vernünftig umgesetzt wird. Ja, man muss den Transport zwischen Städten nicht mit der Schiene machen. Man kann auch Fernbusse nehmen, wenn die günstiger sind. Ja, und man muss unserer Meinung nach auch nicht jeden Studenten zwingen. Ja, es gibt Studenten, für die wäre ein landesweites Ticket cool. Ich studiere Lehramt in Stuttgart und muss für katholische Theologie nach Tübingen. Ja, das landesweites Ticket, klasse. Ich studiere, wie zum Beispiel ich, in Feingen am Campus Chemie und habe direkt daneben mein Wohnheim. Ich brauche sicher kein landesweites Ticket. Wir wollen, dass das liberal, flexibel und trotzdem fair für alle gestaltet wird. Nächster Punkt ist zum Beispiel BAföG. Im Augenblick, wenn ich BAföG haben möchte, muss ich mich de facto vor den Behörden nackig ausziehen. Ja? Also, dass noch nicht die Schuhgröße gefragt wird, ist so ziemlich das Einzige. Ja? Wenn ich das Problem habe in meiner Familie, dass zum Beispiel ein Elternteil nicht mehr mit mir redet, habe ich de facto keine Chance auf BAföG, weil auch die Eltern sehr viel offenlegen müssen. Bis ich das durchprozessiert habe, dass meine Eltern das offenlegen müssen, habe ich fertig studiert. Dann ist vorbei. Wir wollen ein elternunabhängiges BAföG, ja, für jeden. Wir wollen, dass das BAföG ergänzt werden kann durch Stipendien oder durch eigene Arbeit oder vielleicht durch ein Darlehen. Ja, aber wir wollen, dass es in einer Form gemacht wird, dass es fair und gerecht ist, dass man sich nicht vor der BAföG-Behörde komplett ausziehen muss. Ja, ein BAföG für jeden bedeutet dann aber nicht, dass es das BAföG nur also dass wir jetzt zusätzlich in Zahnarztzonen jeden Monat Geld überweisen wollen. Wir wollen das so machen, dass die Eltern zum Beispiel dann steuerliche Vorteile verlieren, wenn ihr Kind BAföG beantragt. Man muss sich also innerhalb der Familie einigen. Ja, und dann gibt es entweder BAföG oder steuerliche Vorteile, sodass das fair für alle ist. Das so ein bisschen dazu, was die liberalen Hochschulgruppen gerade bewegt, was wir gerade tun, um so ein bisschen auch zum Thema Schule zu kommen. Was uns in letzter Zeit aufgefallen ist, ich habe es ja schon gesagt, ich studiere Chemie. Als ich angefangen habe, Chemie zu studieren, da gab es einen Mathe-Vorkurs, der war so ein bisschen eine Wiederholung des Abiturstoffs. Ja, also wenn man zum Beispiel ein Jahr in Australien war oder Ziegel oder was auch immer, hat man nochmal ein bisschen Mathe wiederholt, bevor es losging im Studium. Mittlerweile ist es so, dass wir das MINT-Kolleg an der Uni Stuttgart und Karlsruhe zum Beispiel haben. Das ist ein Jahr Vorschule für die Uni. Das heißt, das Abi bringt einem nicht mehr genug, zum Beispiel Mathewissen, Chemiewissen, Wissen in technischer Mechanik, was auch immer, um in der Lage zu sein, direkt von Start eine Natur- oder Ingenieurswissenschaft zu studieren. Das ist ein bisschen traurig, ja, weil es ist schon auch wichtig, dass wir in Deutschland Geisteswissenschaftler haben. Es ist aber auch wichtig, dass das Abitur irgendwie Leute befähigt, danach eine Naturwissenschaft oder Ingenieurswissenschaft zu studieren. Und zwar ohne vorher ein Jahr lang ein verstecktes Jahr Oberstufe an der Uni nochmal machen zu müssen. Auf eigene Kosten, ja, und auch mit Referenten, die dann extra dafür abgestellt werden und die zu Dumpingpreisen im Prinzip arbeiten. Oder Kleinigkeiten wie Lehrerentlassung in den Sommerferien. Ihr seid Referendar, ja? Ihr werdet vom Land übernommen. Aber natürlich, das Referendariat endet im Juli. Im September beginnt das Schuljahr, natürlich seid im August arbeitslos. Und müsst im August, wo ihr arbeitslos seid, vermutlich umziehen, Kaution für die neue Wohnung zahlen, Möbel kaufen etc. Genau in diesem Monat. Das sind so Fragen mit den Beschäftigungs, das finden wir nicht fair, das wollen wir ändern. Das war es, glaube ich, von unserer Seite. Jetzt sind wir schon ziemlich beim Thema Schule. Ich weiß nicht, kommst du direkt, Robert, jetzt mit der Einführung ins Thema, bevor du noch was zu gemacht hast? Ja, dann darf ich euch auch herzlich willkommen heißen hier im Namen der Jungen Liberalen Stuttgart. Ich bin der Kreisvorsitzende der Roten Welt. Ich freue mich, dass ihr unsere Gäste alle hier seid. Tim Kern, vielen Dank, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind.
Ja, wir sind, wer uns kurz vorstellen darf, wir sind die liberale Jugendorganisation in Stuttgart, also die allgemeinpolitische Jugendorganisation in Stuttgart. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht nur mit Hochschulen, mit Bildungspolitik, aber es ist natürlich so, dass wir als quasi Interessenvertreter der jungen Generation natürlich das Thema auch immer bei uns ganz hoch auf der Agenda stehen. Es vergeht kein Landeskongress, bei dem wir nicht ein paar bildungspolitische Anträge verhandeln. Manchen Leuten hängt es dann auch irgendwann schon zum Hals raus. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema bei uns. Schulen. Was bekommt man da so in letzter Zeit in den Medien mit? Sehr lustig fand ich ja die letzten Tage die Debatte, die losgetreten wurde um das Essen in den Schulkantinen. Also es kam eine Studie raus, das hieß, dass es zu viel Fleisch, zu viel Pommes, zu viel Fettiges, zu wenig Gemüse, nicht gesund genug. Lustig daran war ja, man hat dann auch die Schüler gefragt, wie die das Essen so fanden, und die waren eigentlich so im Großen und Ganzen ganz zufrieden damit. Ja, also man hätte das gedacht, Kinder essen gerne Schnitzel, essen gerne Pommes. Und unser Bundesagrar- und Ernährungsminister, der weiß natürlich auch ganz genau, was wir da brauchen. Ein abgestimmtes Konzept von Bund, Ländern, Kommunen und Schulen. Einen Ernährungs-TÜV hat es genannt, allgemein verbindliche Qualitätsstandards für die Leute, die das beliefern. Weil die Eltern, die müssen sich ja schließlich darauf verlassen können, dass die Kinder in den Schulen auch was Gescheites zu essen bekommen. Das ist wohlgemerkt ein CSU-Minister, kein Grüner, wie man es meinen könnte. Ja, also die Idee, dass sich die Eltern natürlich in der Abstimmung mit der Schule da vor Ort drum kümmern könnten, wie man die Verpflegung vor Ort am besten organisiert, ist natürlich da absolut weltfremd und alles, aber ja, so sieht es eben aus. Heute beschreibt ganz allgemein, wie das Bildungssystem strukturiert sein sollte, welche Inhalte da wichtig sind, aber ich denke, so ein paar Fragestellungen tauchen da wieder auf. Ganz allgemein die Frage, einfach auf welcher Ebene Dinge entschieden werden, auf welcher Ebene allgemeinverbindliche Vorschriften wichtig sind. Ja, das sind Themen, die uns in dem Feld immer und in jedem politischen Feld eigentlich immer wieder begegnen. Ich finde, Bildungspolitik, wenn man das so im Kontext der ganzen Landespolitik betrachtet, finde ich es aber hochinteressant. Wir hatten ja vor ein paar Wochen erst wieder Umfragen zur Landespolitik. Da sehen wir, unser Ministerpräsident ist wahnsinnig beliebt, also Beliebtheitswerte von um die 70%, da konnten seine CDU-Vorgänger nur von träumen. Die Parteien, so in der Wahlumfrage, wenn man die fragt, wenn nächsten Sonntag Landtagswahl wäre, was würde die wählen, bekommen auch SPD und Grüne kaum weniger Stimmen, als es bei der Landtagswahl bekommen haben, so ein paar Prozent jeweils abgesagt, aber nicht viel. Es sind auch 60% der Bevölkerung sind ausweislich diese Umfragen auch entweder sehr oder zumindest mehrheitlich zufrieden mit der Landesregierung. Das ist interessant. Also wenn man dann auf die Bildungspolitik schaut, da ist es ganz andersrum. Da sind 58% der Leute unzufrieden mit der Landespolitik. Und es ist natürlich schon eine interessante Diskrepanz, weil eigentlich ist doch Bildungspolitik so ziemlich das wichtigste landespolitische Feld. Es gibt eigentlich kein anderes Thema, wo die Landespolitik so viel entscheiden kann. Also fragt man sich, woran, wenn nicht dort, würde man die Politik messen, aber offenbar gibt es da noch andere Maßstäbe. Ich habe diese kognitive Dissonanz, wie ich es mal nennen, ja teilweise auch miterlebt. Wer mich ein bisschen länger kennt, weiß, ich war schon mal selber im Schuldienst als Referendar. Ich habe das natürlich in Lehrerzimmern so mitbekommen. Die meisten Leute da sind schon Anhänger von der SPD oder vor allem von den Grünen dann. Also wir hatten so eine Probewahl zur Landtagswahl 2011. Ich glaube, da hatten die Grünen bei uns im Lehrerzimmer die absolute Mehrheit. Und wenn es dann um das geht, was die Leute umsetzen, da sagt dann in der Tat jeder Kollege dort, um Gottes Willen, wie können die nur. Also ist ja doch ganz interessant, diese Diskrepanz. Müssen wir uns ja überlegen, wie man das packen kann. Ja, dann kann man auf die anderen Parteien schauen, die größte Oppositionspartei, die CDU. Was sagt die dazu? Ist nicht so ganz klar, da hört man ganz unterschiedliche Sachen von einer Totalrevision der Reformen bis hin zu einer teilweisen Akzeptanz des Ganzen. Ist die Frage, dann kann ich nur für uns sprechen, für die jungen Liberalen. Was wollen wir eigentlich in dem Feld? Also wir legen uns da eigentlich auch nicht fest jetzt auf eine bestimmte Schulform, die Gemeinschaftsschule ist das Beste oder das Gymnasium ist das Beste. Was wir prinzipiell wollen, ist ein Wettbewerb der Schularten, wo sich eben vor Ort entscheidet, welche Schule den Bedürfnissen vor Ort am besten entspricht und eben keine Vorgabe von oben.
auch keine unfaire Ressourcenbevorteilung für eine Art der Schule. Das ist so in Kurzform eigentlich das, was wir uns vorstellen. Natürlich müssen wir uns aber auch dann, wenn wir hier wie hier auf kommunaler Ebene aktiv sind, entscheiden, was wollen wir eigentlich dann für unsere jeweilige Stadt, für unsere jeweilige Kommune. Da hatten wir in unserem Gemeinderatswahlprogramm, das wir zum Frühjahr diskutiert haben, uns auch ganz klar positioniert. Es gibt in Stuttgart im Moment 4 Gemeinschaftsschulen und wir haben ganz klar gesagt, wir wollen jetzt erstmal keine weiteren, weil sich die bestehenden erstmal bewähren müssen, weil das Ganze erstmal evaluiert werden muss und seine Leistungsfähigkeit beweisen muss. Weil es durchaus so, dass da aus unserer Sicht das pädagogische Konzept schon teilweise etwas fragwürdig ist. Ja, und wenn man so grob unsere Vorstellung skizziert, und mit diesen Vorstellungen bin ich auch sehr froh, dass es im Landtag wenigstens eine Partei gibt, die nicht sagt, die eine oder die andere Schulform ist das Nonplusultra und sollte sich möglichst überall durchsetzen, sondern die eben auch in die ähnliche Richtung geht, die den Wettbewerb der Schulen haben will. Und ich bin sehr froh, dass Tim Kern heute jetzt hier ist, um uns das Konzept der Landtags-FDP im Bereich Schulpolitik näher vorzustellen, und würde ihm dann auch das Wort geben. Liebe Julis, liebe LHG, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Was lange währt, wird endlich gut. Wir haben ja schon 2 Anläufe vorher, die dann aus unterschiedlichsten Gründen nicht realisiert werden können. Umso lieber bin ich heute bei euch und bin ja hellauf begeistert. Noch eine ganze Menge Leute da. Wenn ich hin und wieder zu FDP-Kreisverbänden oder Ortsverbänden, Stadtverbänden fahre, sind nicht immer die Reihen so gut gefüllt, sondern durchaus auch weniger Menschen da. Insofern freut mich das natürlich sehr. Was soll ich jetzt noch sagen? Sowohl Robert als auch Marc und Alexander haben ja schon die wesentlichen Punkte genannt, worum es Liberalen geht. Fairer Wettbewerb, Flexibilität, Liberalismus. Ich könnte mich wieder hinsetzen und sagen, komm, jetzt steigen wir gleich in die Diskussion ein, weil ganz wesentliche Punkte, die uns wichtig sind, habt ihr ja schon erwähnt. Welche Bildung braucht das Land? Warum ist die Frage überhaupt relevant? Es gibt in der Tat Menschen, die sagen, wird viel zu viel über Bildung innerhalb der Partei, der FDP zum Beispiel, diskutiert. Warum ist diese Frage, welche Bildung braucht Baden-Württemberg, wirklich wichtig? Ich denke, wir können uns eben in Baden-Württemberg als einem rohstoffarmen Land, also Klammer auf, wenn ich in meinem Wahlkreis bin, in Freudenstadt, sage ich immer außer Holz, nicht als Rohstoff. Aber mit Holz werden wir die Globalisierung in Baden-Württemberg oder weltweit nicht schaffen. Mit dem Export, völlig klar. Auch die Chemie hier wird es nicht alleine schaffen. Auch die braucht natürlich Rohstoffe. Und wir stehen im Wettbewerb. Und warum geht es Baden-Württemberg wirtschaftlich gut? Warum sind wir ein wohlhabendes Land? Na, weil wir eben Produkte produzieren. Die sind ziemlich teuer. Aber die werden deshalb von anderen Ländern gekauft, weil sie eben ziemlich gut sind. Und die Menschen weltweit bereit sind, baden-württembergische Produkte zu kaufen, weil sie sich davon eben eine hohe Qualität erhoffen. Und wie schafft man jetzt diese hohen Standards, diese hohe Qualität bei den Produkten? Ganz einfach, indem man ein hervorragendes Bildungssystem, ein hervorragendes Ausbildungssystem, ein hervorragendes Hochschulsystem hat. Weil wir brauchen natürlich an der Werkbank hervorragende Leute, die Produkte auch wirklich gut produzieren. Und wir brauchen genauso Leute in Baden-Württemberg, Ingenieure, die sich ausdenken, die Innovation vorantreiben, die Ideen haben, so die Tüftler, die sagen, hey, wir haben da ein Problem und wir Schwaben oder Brandner, wir kriegen das hin. Insofern glaube ich vielleicht nochmal als Zwischenschritt, wir können uns in Baden-Württemberg ein zweitklassiges Bildungssystem nicht leisten, weil es ist kein Gottesgesetz, auch wenn ich Theologe bin, aber es ist kein Gottesgesetz, dass Baden-Württemberg auf Wohlstand abonniert ist, sondern das muss hart erarbeitet und hart erkämpft werden in einer globalisierten Welt. Klammer auf, kleine Anekdote, wenn man so Landtagsabgeordneter ist, hat man ja den Vorteil, dass man reisen darf hin und wieder. Und als ich, Alexander hat es ja gesagt, noch hochschulpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion war, hatte ich durchaus die Chance, mal mit dem Wissenschaftsausschuss nach Singapur und Malaysia zu reisen. Dann haben wir also auch grüne Kollegen und SPD-Kollegen gehabt, CDU-Kollegen, die hingefahren sind. Und wenn man sich da mit den jungen Leuten unterhält, mit den Studentinnen, mit den Studenten, und feststellt, was da für ein
Leistungshunger und auch was für eine Leistungsbereitschaft bei den jungen Leuten ist, das war, glaube ich, so vom Selbstverständnis mancher grüner Abgeordneter und mancher SPD-Abgeordneten schon sehr bemerkenswert und so ein bisschen, als ob da auch mal der Groschen gefallen ist, hey, wir sind nicht auf einer Insel der Glückseligen, sondern die in Singapur immer reisen, die sagen es auch knallhart, hey, in 5 bis 10 Jahren, da hauen wir euch vom Globus, weil dann produzieren wir die entsprechenden tollen Autos oder im chemischen Bereich oder im Maschinenbau. Das heißt, wir können uns da auch keinen Stillstand erlauben, weil die anderen schlafen ja nicht und die wollen was abhaben vom Kuchen. Die wollen natürlich auch Wohlstand haben und der muss ein Stück weit natürlich durch ein gutes Bildungssystem verteilt werden, weil, ich habe es ja bereits gesagt, wir nur wenige Rohstoffe in Baden-Württemberg haben. Das heißt, die Frage, welche Bildung brauchen wir, ist eine entscheidende für unsere Zukunftsfähigkeit und für den Wohlstand, den wir ja für uns und unsere nachfolgenden Generationen auf jeden Fall sichern wollen. Es stimmt, ich war bis zum Jahr 2011 glücklicher Gymnasiallehrer in Reutlingen mit den 4 Fächern Geschichte, Gemeinschaftskunde, Religion und Wirtschaft. Dann, so 1,5 Jahre vorher, hat der Michael Theurer mich angerufen. Michael Theurer kommt auch aus Hortburg, der hat bereits gesagt, wir sind zwar nicht gleich alt, aber wir kennen uns vom Gymnasium, haben dann eine gemeinsame Schulzeit verbracht. Und er sagte, Mensch, ich überlege mir, ob ich für das Europäische Parlament kandidiere. Und wenn das klappen sollte, dann bräuchte man natürlich einen neuen Kandidaten für die FDP im Landkreis Freudenstadt. Du kommst aus Hort am Neckar, stimmt, ist meine Heimatstadt, da habe ich die ersten 30 Jahre meines Lebens verbracht. Du warst 8 Jahre im Hauber Gemeinderat, 3 Jahre im Freudenstadt Kreistag, kennst also Landkreis, ich traue dir zu, dass du eventuell für die FDP hier wieder das Mandat holst. Habe ich mir dann lang überlegt, auch mit der Familie diskutiert, weil natürlich als Landtagsabgeordneter man ein anderes Zeitbudget hat als Lehrer. Als Lehrer ist man einfach deutlich flexibler, wenn man nach Hause kommt, egal wann, ob um 1, 2, 4 oder 5. Aber man kann eben den Griffel fallen lassen, sich um seine Familie kümmern und abends um 7:45, damit er sich an den Schreibtisch begeben und dann den nächsten Tag vorzubereiten. Herzlich willkommen. Und habe dann aber gedacht, Mensch, so eine Chance, mal Politik eventuell auch im Landtag zu machen, das könnte ich mir als ganz spannend vorstellen. Bin dann angetreten im Landkreis Freudenstadt und bin tatsächlich gewählt worden. Das macht ja irgendwo auch Sinn, dass ein Gymnasiallehrer sich dann um die Bildungspolitik kümmert. Ich hätte es mir nicht vorstellen können vor 2011, dass es möglich ist, in einem derart atemberaubenden Tempo, wie Grün-Rot das im Grunde seit 3,5 Jahren macht, die Bildungslandschaft in Baden-Württemberg zu verändern. Damit ich nicht missverstanden wird, auch die FDP, auch ich persönlich, bin nicht der Meinung, dass wir keine Reformen im Bildungsbereich brauchen. Natürlich, Schulen sind Abbild von gesellschaftlichen Entwicklungen und wenn die Gesellschaft sich verändert und fortentwickelt, dann müssen natürlich Schulen auch mit der Zeit gehen. Ist doch völlig klar. Nur die Frage ist ja, wie hoch soll das Tempo sein bei diesen Reformen und wie tiefgreifend sollen diese Reformen sein? Sodass ich vielleicht auch ein bisschen als Überschrift meines Vortrags wählen möchte, brauchen wir im Bildungsbereich Baden-Württembergs eher Reformen oder eher Revolutionen? Weil das, was wir in den letzten 3,5 Jahren in Baden-Württemberg im Bildungsbereich erlebt haben, ist eigentlich revolutionär und ich verrate kein Geheimnis, dass die FDP, dass ich, dass wir im Landtag einen eher reformerischen Ansatz in der Bildungspolitik wählen würden. Wir sind nicht der Meinung, dass es keinen Reformbedarf gibt im Bildungssystem. Also da fallen mir viele Dinge ein, die ich auch anders machen würde, als das vor 2011 war. Ja, ob das im Ganztagesschulbereich ist, ob das G8, G9 ist, ob das Bildungsplan ist, ob das Durchlässigkeit ist zwischen den verschiedenen Schularten, da fallen mir viele Dinge ein. Lehrerausbildung, also Riesending, da fallen mir viele Dinge ein, Inklusion, was man tatsächlich besser machen muss, besser machen kann, aber eben eher einen Reformeransatz. Ja, da ist eine Frage. Warum ist Reform da das richtige Wort? Reform heißt Rückbesinnung. Richtig. Wo gab es das so schon mal? Ist das nicht eher ein evolutionärer Ansatz? Jo, darauf könnte ich mich durchaus einlassen. Wir können auch einen evolutionären Ansatz machen. Reform habe ich jetzt nicht theologisch unter Reformation zurück, ad fontes zu den Quellen wieder zurück verstanden, sondern im Grunde mir ging es um das Tempo und um die tiefgreifende Veränderung, vielleicht sollte man doch bei den deutschen Begriffen bleiben,
um die langsamere Veränderung, die behutsamere Veränderung und weniger ein revolutionärer Ansatz. Um es vielleicht mit einem Bild zu verdeutlichen, was ich meine, die FDP, wir würden gerne im bildungspolitischen Garten Baden-Württembergs mit dem Spaten die eine oder andere Veränderung machen, aber Grün-Rot fährt im Grunde seit 3,5 Jahren mit dem Schaufelradbagger durch den bildungspolitischen Garten Baden-Württembergs und zerstört im Grunde auch Strukturen, die durchaus gut funktioniert haben. Um das zu beurteilen, was in diesen 3,5 Jahren tatsächlich passiert ist, ist es doch mal ganz geschickt, sich anzuschauen, wie war denn das baden-württembergische Bildungssystem im Jahr 2011? Also wo stand denn Baden-Württemberg 2011 nach 15 Jahren CDU-FDP? Und da gibt es ganz unterschiedliche Evaluationssysteme. PISA ist das bekannteste, kennt ihr alle. Da gibt es aber auch noch den Bertelsmann Bildungsatlas, IGLU, ganz unterschiedliche Evaluationssysteme. Und wenn man die alle zusammenfasst, kommen eigentlich immer so ähnliche Ergebnisse raus, nämlich Baden-Württemberg, Sachsen und Bayern. Das sind die drei Bundesländer, die, je nachdem, was man schwerpunktmäßig untersucht, auf Platz 1, 2 oder 3 bei diesen Evaluationssystemen rauskommen. Also da sind wir auf eine Medaille dran, ganz sportlich betrachtet. Und wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, Baden-Württemberg hat bis zum Jahr 2011 an 16 Bundesländern gehabt. Baden-Württemberg hat bis zum Jahr 2011 die niedrigste Schulabbrecherquote von allen 16 Bundesländern gehabt. Natürlich ist jeder, der die Schule abbricht, einer zu viel. Aber von den 16 Bundesländern waren wir auf Platz 1, also die niedrigste Anzahl der Sitzbleiberquote und der Schulabbrecherquote. Und dann eine dritte Zahl, die mir auch als Theologe sehr wichtig ist. Wir hatten bis zum Jahr 2011 die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit von allen 16 Bundesländern. Denn was signalisieren wir jungen Menschen, wenn die eigentlich starten wollen, in einem Beruf, vielleicht auch dann mittelfristig eine Familie gründen wollen, wenn man denen sagt, hey, wir haben keine Verwendung für dich in der Gesellschaft. Das ist ja verheerend eigentlich. Ja? Deshalb ist eine Jugendarbeitslosigkeit ist auch eine soziale Frage, eine ganz wichtige Frage, wie bieten wir Chancen, jungen Menschen ins Leben einsteigen zu können. Kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Mit dem Bildungsausschuss, ihr erinnert euch, Abgeordnete Eisen manchmal, mit dem Bildungsausschuss war ich in Schottland und in Wales, haben uns mit den dortigen Abgeordneten unterhalten und dann haben die uns ganz stolz erzählt, die Schotten, ey, wir haben jetzt wirklich gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, wenn man sich mal anschaut, wie es in Spanien, Italien und Griechenland zurzeit aussieht. Und dann fragen wir so, wie sieht es bei euch in Baden-Württemberg aus mit der Jugendarbeitslosigkeit? Und wenn wir dann sagen, die ist bei uns unter 3%, kriegen die feuchte Augen und sagen, um Gottes Willen, wie schafft ihr denn das? Das hat jetzt sicherlich nicht nur was mit einem guten staatlichen Schulsystem zu tun, sondern natürlich auch mit der starken kleinen und mittelständischen Wirtschaft, die wir in Baden-Württemberg haben, die einfach viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Aber wenn das Bildungssystem Baden-Württembergs richtig schlecht wäre, dann hätten wir auch nicht so eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Wenn man jetzt diese drei Statistiken mal zusammennimmt, niedrigste Sitzenbleiberquote, niedrigste Schulabbrecherquote, niedrigste Jugendarbeitslosigkeit, immer auf Deutschland bezogen, dann würde ich sagen, so schlecht war das baden-württembergische Schulsystem bis 2011 nicht. Und vor dem Hintergrund die Anfangsfrage, Reform oder Revolution oder Evaluation und oder Revolution, und da würde ich sagen, ist der reformerische Ansatz oder der evolutionäre Ansatz sicherlich der deutlich bessere, als wenn man wirklich alles auf den Kopf stellt. Wenn ihr einverstanden seid, würde ich jetzt so 2, 3, 4 Revolutionen im Bildungsbereich, die Grün-Rot vorgenommen hat, mit euch durchsprechen, vorstellen, auch immer den liberalen Ansatz als Alternative, weil wir natürlich nicht die Dagegenpartei sein wollen, sondern eine konstruktive Opposition, die durch gute Ansätze auch ein Stück weit die Regierung vielleicht in den ein oder anderen Bereichen etwas beeindrucken kann, wo sie dann nachziehen. Ich denke auch, dass uns das durchaus im einen oder anderen Bereich gelungen ist. Einverstanden? Also schweigen hast du nur zustimmen können. Ja. Okay. Sicherlich der schwerwiegendste Beschluss, den Grün-Rot vorgenommen hat, war die völlig überhastete und zu schnell durchgeführte abschaffende Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung. Das ist bereits wenige Monate nach Regierungsübernahme durchgeführt worden von Grün-Rot. Und die meisten von euch wissen vielleicht, dass das ja auch bei Liberalen
durchaus eine umstrittene Frage ist. Also auf den Landesparteitagen haben wir leidenschaftlich über die Frage diskutiert, kann man eigentlich mündigen Bürgern vorschreiben, wo sie ihre Kinder hinschicken? Ist das unser Verständnis von Mündigkeit? Und der Staat sagt, du musst dein Kind da und da hinschicken? Also haben wir leidenschaftlich diskutiert, aber bei Abstimmungen gab es immer eine leichte Mehrheit für die Beibehaltung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung. Ich persönlich sehe das Thema relativ entspannt. Man kann die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung abschaffen, aber nur dann, wenn man es vernünftig vorbereitet, weil das eben ganz tief in die Strukturen der Schulen entsprechend eingreift, wenn man es nicht vorbereitet. Damals hatten wir ja noch eine Kultusministerin in Baden-Württemberg. Ich habe die an den Bildungsausschuss gefragt. Ich sagte, also Frau Raminski-Leithäuser, wenn Sie jetzt die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung abschaffen, dann werden Sie doch sicherlich ein Raumprogramm haben, weil es ist doch davon auszugehen, dass Schülerströme sich neu organisieren. Oder Sie werden sich ein Ressourcenprogramm haben für die Kolleginnen und Kollegen, die dann zusätzlich an Realschulen oder an Gymnasien unterrichten müssen, weil es davon auszugehen ist, dass Schülerströme, wie gesagt, sich neu organisieren. Dann sagte die Kultusministerin damals so in etwa, Herr Dr. Kern, die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sind bisher in Klassenzimmer gegangen, sie werden auch zukünftig in Klassenzimmer gehen. Ja, da ist grundsätzlich nichts falsch in dieser Aussage. Sie hat dann an meinen zusammengezogenen Augenbrauen gesehen, dass ich nicht ganz so zufrieden war mit der Antwort und hat dann mit der Antwort war und hat dann nachgelegt und gesagt, naja, zur Not stellen wir halt Container auf. Jo. An der Aussage sind zwei Dinge bemerkenswert. Erstens stellt nicht sie die Container auf, sondern es sind ja die Kommunen vor Ort, nämlich die Schulträger, also nicht das Land. Und zweitens, das ist doch keine durchdachte Reform, wenn ich mir dann überlege, okay, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, dann müssen wir halt Container aufstellen. Insofern überhastet. Was ist denn die unmittelbare Folge jetzt gewesen? Und die war vorhersehbar. Viele Eltern folgen eben nicht der, die Empfehlung gibt es ja nach wie vor, sie ist noch nicht mehr verbindlich, folgen eben nicht der Empfehlung und schicken ihre Kinder trotz einer Empfehlung für die Hauptschule oder auch für die Realschule, schicken ihre Kinder auf eine höhere Schule, weil sie meinen, sie tun ihren Kindern damit was Gutes, weil sie dadurch eventuell höhere Chancen auf einen höheren Schulabschluss haben, dadurch bessere Berufschancen haben und berücksichtigen eben nicht die Empfehlung. Was bedeutet das für ein Kind, wenn es im Alter von 10 Jahren, und meistens sind die Kinder dann Ende der 4. Klasse, wenn sie in die 5. Klasse kommen, so 10, 11 Jahre, was bedeutet das für ein Kind, wenn es in einer Schule ist und dort nicht optimal gefördert werden kann, weil beispielsweise der Unterrichtsstoff zu schwer ist oder zu schnell einfach durchgenommen wird? Was heißt das für das Kind? Das heißt für das Kind, dass der Lehrer, die Lehrerin ständig zum Überbringer permanent schlechter Nachrichten wird. Weil das Kind stellt natürlich dann auch Fragen an sich, bin ich einfach zu doof oder zu langsam und warum bin ich das? Also für das Selbstwertgefühl ist es natürlich nicht besonders förderlich. Und das gerade im Alter, wo man eigentlich Lust aufs Leben kriegen sollte, wo man eigentlich auch Lust auf Schule, auf Lernen kriegen sollte, wo man Kinder motivieren sollte, da werden sie ständig überfordert, frustriert, schlecht in den Rücken. Irgendwann muss dann das Kind eventuell sogar die Schule verlassen, kommt dort selbst wahrgenommen als Loser an. Also ich glaube, dass das ganz gruselig ist für die Kinder und es ist im Übrigen auch für die Kolleginnen und Kollegen keine schöne Sache, denn die meisten oder die überwiegende Mehrheit aller Lehrerinnen und Lehrer sind nicht Lehrer geworden, um die Schüler das abzuprüfen, was sie nicht können, sondern um den Kindern was beizubringen und ihnen zu zeigen, dass sie sich beweisen können und wir wollen doch das abfragen, was sie tatsächlich sich angeeignet haben, was sie gelernt haben. Wenig Schlimmeres als wirklich schlechte Noten zurückzugeben. Ich fand das immer ganz furchtbar, weil man das ja nicht will, sondern man möchte ja, dass das Kind sagt, oh, toll, ich kann was und ich habe da mich bewiesen. Die Sitzenbleiberquote war ungefähr so bis zum Jahr 2011 in Baden-Württemberg bei um die 0,5-0,7% an den Gymnasien, an den Realschulen in den 5. Klassen. Und jetzt sind wir mittlerweile ja im 3. Jahr, wo die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung abgeschafft wurde. Wir haben in manchen Regionen Baden-Württembergs eine Verzehnfachung der Zahlen. Im ländlichen Bereich ist es nicht ganz so schlimm, weil die Eltern dort sehr häufig einfach auch den Empfehlungen folgen. Im städtischen Bereich ist es zum Teil dramatisch. Und wie gesagt, das sind für mich die ersten Opfer grün-roter Bildungspolitik. Denn man hat sich nicht überlegt, wie können wir tatsächlich auf dieses geänderte Schulwahlverhalten, wie können wir darauf reagieren. Ich bin der Meinung,
man müsste dringend reagieren, indem man beispielsweise mehr Ressourcen in die Grundschulen gibt, damit man dort ein wirklich professionelles Beratungssystem aufbaut, nicht noch obendrauf packt, sondern wirklich aufbaut, dass die Kolleginnen und Kollegen dort mehr Zeit haben, tatsächlich auch diese Elterngespräche, diese Beratungen durchzuführen. Man müsste sich auch überlegen, wie man gerade diejenigen Eltern, die vielleicht etwas bildungsferner sind, die zu diesen Beratungsgesprächen auch nicht kommen, wie man die stärker reinholt in die Schulen, damit man ihnen wirklich sagt, wo ihr Kind steht und was die beste weiterführende Schule für das Kind ist. Man müsste nach meinem Dafürhalten dringend spätestens jetzt die fünften Klassen in den Realschulen, in den Gymnasien, weil da die Heterogenität entsprechend groß geworden ist, müsste man dringend kleinere Klassen machen, damit die Kolleginnen und Kollegen auch tatsächlich die Chance haben, sich um diese stärkere, größere Heterogenität zu kümmern. Man müsste dringend beispielsweise in den Kernfächern zusätzliche Stützangebote machen, um den Kindern dort zu helfen. Wir als FDP haben vorgeschlagen, in unserem sogenannten Schulfriedenspapier, da komme ich nachher noch drauf, dass wir uns jetzt das anschauen, also würden ein Bündel von Maßnahmen vorschlagen, um diesen großen Sitzenbleiberquoten zu Leibe zu rücken, um den Kindern zu helfen. Ich habe ja schon gesagt, mehr Ressourcen rein, Grundschule, kleinere Klassen, Stützkurse. Ein ganz wichtiger Punkt ist, momentan dürfen die Kolleginnen und Kollegen in 5. Klassen, Gymnasium und Realschule sich die Grundschulempfehlung nicht vorlegen lassen. Das halte ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, denn die Lehrer müssen doch wissen, welche Kinder mit welchem Wissensstand da vor ihnen sitzen. Ich halte das für einen schweren Fehler und halte es auch für völlig unterirdisch zu sagen, oh, Datenschutz dürfen wir nicht machen. Nein, wir müssen die Kolleginnen und Kollegen in die Lage versetzen, auf die Kinder tatsächlich passgenau, zielgenau, personengerecht einzugehen. Und das kann ich nur, wenn ich auch weiß, wo steht denn das Kind und wo muss ich mich eventuell auch intensiver um mein Kind kümmern, um es tatsächlich individuell auch fördern zu können. Das heißt, die FDP setzt sich dafür ein, dass die Kolleginnen und Kollegen schnellstmöglich erfahren, welche Kinder auch tatsächlich vor ihnen in der Klasse sitzen. Und dann haben wir gesagt, wir warten mal insgesamt 5 Jahre ab, seit Abschaffung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung, ob sich mit diesen Maßnahmen nicht diese Sitzenbleiberquoten wieder reduzieren lassen. Und sollte das nicht sich mit diesen Maßnahmen reduzieren lassen, dann haben wir gesagt, wir sind auch durchaus bereit, darüber nachzudenken, ob man nicht die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung wieder einführt. Ich finde eins spannend. Es gibt einen Sozialwissenschaftler, Professor Dollmann in Mannheim, der hat was Spannendes gemacht. Für einen Sozialwissenschaftler sowieso großartig Nordrhein-Westfalen, was Bildungspolitik angeht, weil da hat er über viele Jahre in die SPD die Bildungspolitik zusammen später mit den Grünen verantwortet. Dann hat CDU-FDP regiert in Nordrhein-Westfalen, danach wieder Rot-Grün. Und in Nordrhein-Westfalen gab es keine Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung, dann wurde sie von CDU und FDP wieder eingeführt und dann wieder abgeschafft. Also ich habe Verwandte in Nordrhein-Westfalen, die nennen dieses Phänomen dann rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln. Ja? Für die Bildungspolitik vor Ort natürlich gruselig, weil es überhaupt gar keine Planbarkeit und Verlässlichkeit der Strukturen mit sich bringt. Aber für Sozialwissenschaftler großartig, weil da kann ich nicht gucken, was passiert denn durch die einzelnen Maßnahmen. Und dieser Professor Dollmann ist hergegangen, hat Kölner Schüler untersucht und geschaut, wie hat sich denn die Wiederabschaffung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung tatsächlich ausgewirkt. Und er hat festgestellt, dass durch die Abschaffung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung, also die Wiederabschaffung, die soziale Schere bei den Kindern sich weiter geöffnet hat, weiter auseinandergeht. Warum? Man wundert man sich ja eigentlich. Ja? Wieso sollte diese soziale Schere weiter auseinandergehen? Der Grund ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Eltern, die beispielsweise aus dem eher Bildungsbürgertum kommen, schicken ihre Kinder auf jeden Fall aufs Gymnasium, selbst wenn die Kinder eventuell nicht die Grundschulempfehlung fürs Gymnasium haben. Und wenn diese Kinder dort Schwierigkeiten haben, hat das Bildungsbürgertum auch die entsprechenden Ressourcen und im wahrsten Sinne des Wortes nachzuhelfen. Ja, zahlt man eben den Kindern die entsprechende Nachhilfe. Wohingegen Eltern aus eher bildungsferneren Schichten keinen so riesengroßen Wert drauf legen, dass ihre Kinder auf Realschule oder eben aufs Gymnasium gehen. Beispielsweise auch durchaus aus dem Bereich
von Migranten, die dann sagen, oh, meine Tochter auf dem Gymnasium ist vielleicht nicht der richtige Weg für meine Tochter. Insofern werden die Kinder dann gar nicht an die Schule angemeldet, wofür sie aber eigentlich von ihren intellektuellen Fähigkeiten, von ihrem Entwicklungsstand durchaus in der Lage wären, dort gute Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, Professor Dollmann sagt, Lehrer teilen Kinder sozial gerechter ein, als das die eigenen Eltern machen. Und wenn ich das weiß, empirisch belegt, dass Kolleginnen und Kollegen sozial gerechter einteilen als die eigenen Eltern, wie kann ich dann da einfach drüber hinweggehen und sagen, egal, ich schaffe trotzdem die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung ab. Denn es kann ja kein Mensch wollen, dass die soziale Schere in Deutschland auseinandergeht. Und es hängen doch Bildungschancen leider zu stark vom Geldbeutel der Eltern ab. Und durch die Abschaffung hängt es noch mehr vom Geldbeutel der Eltern ab. Das kann kein Liberaler wollen. Und deshalb haben wir uns eben im Parlament auch sehr deutlich dagegen ausgesprochen. Und dann finde ich schon, im Parlament habe ich also leidenschaftlich dafür gekämpft, sich gut zu überlegen, was das für Konsequenzen hat, wenn man die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung so einfach abschafft. Und wenn dann von einem sozialdemokratischen Abgeordneten gesagt wird, oh Herr Kern, Sie sind doch bloß deshalb für die Beibehaltung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung, weil Sie wollen, dass die Kinder des Bildungsbürgertums, dass Ihre Kinder geschützt werden von den Proletarierkindern. Also, das ist ja Klassenkampf pur, ja? Also, war nicht irgendwas mit Marx und Engels und durchgestrichen? Also, da werden einem Dinge unterstellt, die sind echt unterirdisch und so kann ich ja nicht argumentieren. Wir haben wirklich am Interesse der Kinder argumentiert und nicht mit irgendwelchen Klassen und Ähnlichem. Ich habe manchmal so ein bisschen den Verdacht bei Grünen und auch Sozialdemokraten, dass sie der Meinung sind, alle Menschen sind gleich und wenn alle Menschen im gleichen Klassenzimmer von den gleichen Lehrern, die auch alle gleich ausgebildet wurden, mit den gleichen Inhalten unterrichtet werden, dann haben auch alle die gleichen Chancen. Das ist natürlich Unsinn, weil Menschen sind nicht gleich. Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Talente, unterschiedliche Begabungen und deshalb sollten sie auch in einem, jetzt komme ich ein Stück weit zum liberalen Credo, ausdifferenzierten Bildungssystem zur Schule gehen, sollten unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Begabungen auch einbringen können. Ab welchem Alter man Kinder trennt und wie lange sie gemeinsam lernen, darüber kann man leidenschaftlich streiten, da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, aber es gibt Kinder, die sind in Anführungszeichen begeistert, wenn sie von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse mit möglichst viel in Anführungszeichen Theorie beschäftigt werden, die eben auf ein Hochschulstudium vorbereitet werden. Und andere junge Menschen, andere Kinder, für die ist es eben optimal, wenn sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt eher mit praktischen Dingen in Berührung kommen, damit sie in der Praxis, in der Ausbildung feststellen, wozu brauche ich denn überhaupt Theorie, weil es bringt mir was am Arbeitsplatz, wenn ich an der Schule gehe. Und da alle in einen Topf zu schmeißen und zu meinen, haben alle die gleichen Chancen, das ist ein Irrweg, das wäre so ähnlich, wenn ich sagen würde, alle ihr würdet euch beklagen, wie das dann entsprechend passt. Aber rein statistisch ist natürlich richtig. Menschen haben gleiche Rechte, selbstverständlich. Und das waren ja Liberale, die das erkämpft haben, auch in der Geschichte. Gleiche Rechte vor dem Gesetz, aber nicht, sind nicht gleich, weil wenn man alle gleich behandelt, geht es im Grunde also nach dem Motto, dann sind auch also alle gleich schlecht, ist gerechter, als wenn es eben unterschiedliche Begabungen gibt. Und davon halte ich, davon halten die Liberalen nichts. Ich würde vorschlagen, verbindliche Grundschulempfehlung haben wir jetzt wirklich ausführlich behandelt. Gehen wir weiter zum zweiten riesengroßen Projekt, Gemeinschaftsschule. Dahin ist eine. Ich habe auch eine Frage dazu. Ja. Hat sich die Fraktion mal Gedanken dazu gemacht, dass wenn jemand zum Beispiel ein Gymnasium besucht in der 5. Klasse und da besteht er diese Klasse nicht, dass er danach auf eine Realschule gehen soll automatisch und nicht mehr am Gymnasium nochmal eine 5. wiederholen soll? Die 5. darf er ja wiederholen. Ja, aber wieso? Also wir haben ja die These vorher gehabt, das ist ein Tempo dort an der Schule, das nicht das Richtige für das Kind ist. Und durch Wiederholen bleibt es das falsche Tempo. Das muss nicht sein, weil Kinder sind ja nicht statisch in ihrer Entwicklung, das ist schon vorgeschlagen, statisch in der Entwicklung. Sondern ich kenne selber mein bester Freund, damals 5. Klasse Gymnasium Haupt am Neckar, der die 5. Klasse wiederholt, weil der Sprung von der 4. aus Gymnasium für ihn ganz offensichtlich in seiner Entwicklungsstufe zu schnell war.
Der hat aber nur die fünfte dort wiederholt und dann wunderbar das Abitur danach gemacht. Er hat halt einfach dieses Jahr nochmal wiederholen müssen, war gut für ihn und danach ist er dann in den normalen Tempo weitergekommen. Es gibt ja auch Spätzünder. Ich finde, wir sollten dringend die Bevölkerung aufklären dahingehend, wenn ihr Kind eine Empfehlung für die Hauptschule, für die Werkrealschule oder für die Realschule hat, dann ist das kein Beinbruch, dann ist das keine Bildungskatastrophe, weil das System in Baden-Württemberg, da galt ja immer der Ansatz oder der Grundsatz, kein Abschluss ohne Anschluss. Man kann weitermachen. Und wie gesagt, die Durchlässigkeit ist auch mir nicht so, wie ich sie mir wünsche, aber ich kenne selbstverständlich Menschen, die haben einen Hauptschulabschluss gemacht, haben dann die mittlere Reife gemacht an der Realschule, sind auf ein berufliches Gymnasium gegangen, haben dann nochmal 3 Jahre Zeit gehabt, um das Abitur zu machen. Und wenn man sich mal eine Statistik anschaut, in Baden-Württemberg sind es über 50% all derjenigen, die eine Hochschulzulassung haben, die haben das Abitur nicht auf dem allgemeinbildenden Gymnasium gemacht, sondern über die zahlreichen anderen Wege des beruflichen Bildungswesens. Und das zeigt ja, dass die Durchlässigkeit durchaus vorhanden ist. Und es ist eben keine Katastrophe, wenn das Kind nicht gleich sofort aufs allgemeinbildende Gymnasium geht. Wenn ich aber von politisch interessierter Seite die Hauptschule über Jahre schlecht rede und sie sogar als Restschule diffamiere, braucht man sich nicht wundern, wenn Eltern sagen, um Gottes Willen, bloß nicht Hauptschule. Und da denke ich, muss Politik auch hinstehen und sagen, wir haben ein durchlässiges System, wir wollen es durchlässiger machen und es ist eben keine Katastrophe, wenn ein Kind zunächst nicht auf dem Gymnasium ist. Und mir kommt es manchmal so vor, dass bei manchen Kolleginnen und Kollegen, die vor allen Dingen rechts von mir sitzen im Parlament, also nicht aus meiner Perspektive rechts, sondern vorne eher im linken Bereich, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich überspitze jetzt etwas, das Menschsein fängt erst mit dem Abitur an. Das ist Unsinn. Das ist eine Abqualifizierung all derjenigen Menschen, die kein Abitur haben. Nein, wir brauchen nicht nur Abiturienten, sondern wir haben ja große Probleme im Handwerkerbereich, im Fachkräftebereich und die holen sich jetzt mittlerweile schon die Abbrecher des Studiums, weil sie sagen, so kommen wir wenigstens an Leute, hätten die von vornherein einen Weg eingeschlagen, der ein Stück weit zielgerichtet gewesen wäre, also ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, zu sagen, schon im Koalitionsvertrag, wir brauchen so und so viele Akademiker. Als ob das die Lösung unserer Probleme ist. Ich glaube nicht, sondern jeder soll natürlich die Chance haben, den für ihn höchstmöglichen Abschluss zu machen. Aber wenn jemand kein Abitur hat, ist das für mich keiner, der weniger wert ist als Mensch, als jemand, der eben Abitur hat. Da sollte man sich auch nicht von den anderen Diskussionen aufschwatzen lassen. Gemeinschaftsschule, das zweite riesengroße Projekt dieser neuen Landesregierung, auch hier ganz wichtig, die FDP, das sind keine fundamentalistischen Gegner der Gemeinschaftsschule, wir wären schlecht liberal, wenn wir fundamentalistisch an irgendein Problem rangehen würden. Aber wir haben da so ein paar Fragen, oder ich würde sagen, ich habe eine gewisse Grundskepsis, ob all die Heilsversprechen sich tatsächlich erfüllen, die Befürworter der Gemeinschaftsschule sich von der Gemeinschaftsschule erhoffen. Ich versuche mal so neutral, wie es mir irgendwie möglich ist, das Konzept einer Gemeinschaftsschule vorzustellen. Ist wie gesagt eine völlig neue Schulart, gab es bis dahin in Baden-Württemberg in dieser Form nicht, in anderen Bundesländern sehr wohl. In der Gemeinschaftsschule werden alle Kinder gemeinsam unterrichtet, egal welche Grundschulempfehlung sie haben. Es gibt keine Klassen im eigentlichen Sinne mehr, sondern es nennt sich jetzt Lerngruppen. Und der Lehrer ist auch nicht mehr Lehrer im eigentlichen Sinn, sondern heißt jetzt entweder Lernbegleiter oder Lerncoach. Und das ist auch mehr als nur reine Wortklauberei, sondern da verbirgt sich auch ein anderes Berufsbild dahinter. Noten gibt es zwar noch an der Gemeinschaftsschule, aber sie haben natürlich ein Stück weit ihre zentrale Bedeutung verloren, weil sitzen bleiben kann man nicht mehr an der Gemeinschaftsschule. Grundsätzlich ist sitzen bleiben an der Gemeinschaftsschule nicht mehr möglich. Ein Kind geht morgens in die Gemeinschaftsschule, geht dann zum Lerncoach, bespricht, was in dieser Woche gelernt werden soll. Das ist ein hoch individualisiertes Lernen. Im Grunde ist jetzt jedes Kind für den eigenen Lernerfolg hauptverantwortlich und macht mit dem Lerncoach einen Wochenplan aus,
Jedes Kind hat ein Lerntagebuch, wo das also alles eingetragen wird, in welchem Fach man sich was in welcher Woche vorgenommen hat. Und dieses hochindividualisierte Lernen wird auch unterbrochen durch, selbstverständlich gibt es da auch Lernen in der Gruppe, aber es ist schon ein deutlich individualisierteres Lernen als eben bei den herkömmlichen Schulen. Man geht an den Lernschrank, holt sich dann die Lernmaterialien raus, die haben dann unterschiedliche Farben, also rot, blau, grün, je nach Niveau. Und die Kinder können dann ein Stück weit zusammen mit dem Lernbegleiter festlegen, bewege ich mich in welchem Fach bewege ich mich auf gymnasialen Niveau, in welchem Fach möchte ich Realschulniveau und in welchem Fach möchte ich Hauptschulniveau machen. Ich habe dann mal so eine Mathematikklassenarbeit gesehen, ich glaube es war eine 6. Klasse, 5. oder 6. Klasse. Das war dann kein DIN A4, sondern DIN A3 Blatt. Da waren dann drei Spalten, das war Multiplizieren mit zweistelligen Zahlen. Dann gibt es eben eine A-Spalte, eine B-Spalte, eine C-Spalte und die Schülerinnen und Schüler können sich dann selber aussuchen, an welcher Spalte versuche ich die Lösungen entsprechend rauszubekommen. Ja? Also bin ich auf dem gymnasialen Niveau, auf dem Realschulniveau oder eben auf dem Hauptschulniveau. Für mich wäre das total genial gewesen, weil ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, Mathematik war nicht unbedingt so das Fach, wo ich die größte intrinsische Motivation hatte. Und also ich hätte natürlich immer versucht, die mittlere Spalte mal als allererstes zu machen, so nach dem Motto, was ich habe, habe ich. Wenn ich zum Schluss noch Zeit habe, kann ich ja gucken, ob ich im gymnasialen Niveau noch ein bisschen was mache, aber nur nicht zu sehr anstrengend. Um das zu erkennen, brauche ich aber natürlich eine gewisse Abstraktionsfähigkeit, strategisch in die Sache ranzugehen. Und wo ich ein bisschen Sorge habe, ob jeder Schüler sich da wirklich realistisch selber einschätzt und sich auch mal zwingt, an den Dingen die Zähne auszubeißen, auf die man vielleicht nicht unbedingt Lust hat. Also so nach dem Motto, ob man sich nicht ein Stück weit auch unter Wert verkauft. Beispiel. Ich will ja jetzt hier niemanden in Verlegenheit bringen, deshalb bringe ich mich als Beispiel. Es gab, wie ich schon angedeutet habe, Fächer am Gymnasium, die ich gerne gemacht habe und Fächer, die ich so ganz gerne gemacht habe. Ja? Also wir Pädagogen sprechen von intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Latein, Politik, Geschichte, das waren so die Fächer, wo ich ein hohes Maß an intrinsischer Motivation hatte. Da fiel es mir sehr leicht zu lernen und mich auf den Hosenboden zu setzen und zu lernen. Und dann, wie gesagt, gab es auch Fächer, da war meine intrinsische Motivation eher so im homöopathischen Bereich. Französisch, Physik, Chemie, obwohl mein Großvater ein Chemieprofessor in Mainz war, aber hat mir da irgendwie genetisch nicht so viel mit auf den Weg gegeben. Warum hat der Tim Kern sich trotzdem hingesetzt auf den Hosenboden und sich französische Vokabeln und chemische Formeln und solche Tabellen da gelernt? Nein, natürlich nicht, sondern, ja, war völlig klar, Keller, wenn du dich hinsetzt und das Zeug lernst, schreibst schlechte Noten. Wenn du zu viele schlechte Noten hast, musst du die Gesamtkonsequenz tragen, heißt ein Jahr länger an der Schule. Wollte ich das? Nein, also habe ich mich hingesetzt und gelernt. Habe mich also selber in Anführungszeichen extrinsisch motiviert. Und jetzt stelle ich mir das an der Gemeinschaftsschule wirklich großartig vor. Ja? 8. Klasse. Die Hormone schießen in alle Richtungen und der Lernstoff ist nicht unbedingt das, was immer im Zentrum der persönlichen Aufmerksamkeit steht. Und dann steht der Kollege, die Kollegin, der Lernbegleiter vorne und sagt, also sehr gut für euer eigenes wichtiges Leben, wenn ihr die französischen Vokabeln lernt, aber sitzen bleiben tut er nicht. Und jetzt ist eben die Frage, ob all diese Forscher und Tüftler, die immer in den Klassenzimmern sitzen, ob diese über diese intrinsische Motivation verfügen, tatsächlich zu sagen, hey, ich lerne Französisch und Kabel, Physikformeln trotzdem. Ich will nicht ausschließen, dass das funktioniert. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob das die Schulart für Baden-Württemberg ist, mit der wir wirklich international realisieren. Ich habe vorhin was mit Leistungsbereitschaft gesagt, Singapur, Malaysia und Ähnlichem. Ich will eins dazu ergänzen. Natürlich gab es bisher schon Schulen in Baden-Württemberg, vor allen Dingen im Privatschulbereich, die mit ähnlichen Konzepten, mit ähnlichen pädagogischen Konzepten gearbeitet haben. Ja? Also Waldis sind die berühmtesten da. Und kein Liberaler, kein vernünftiger Mensch käme auf die Idee zu sagen, die Waldorfschulen würden nicht eine hervorragende oder gute Bildung machen. Keine Frage. Aber jetzt vergleicht mal die Eltern
die ihre Kinder auf die Waldorfschulen schicken, mit Eltern, die, oder ich muss noch einen Schritt vorher gehen, wer ist denn bisher in Baden-Württemberg vor allen Dingen Gemeinschaftsschule geworden? Wir haben mittlerweile 209 Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg. Und von diesen 209 Gemeinschaftsschulen sind nur 15 Realschulen, die sich zur Gemeinschaftsschule entwickelt haben. Kein einziges Gymnasium, null. Und alles andere sind kleine, zum Teil kleinst Hauptschulen und Werkrealschulen. Also haben wir es, also selbst der Kultusminister sagt, über 60% aller Kinder, die an den Gemeinschaftsschulen sind, haben eine Hauptschule oder eine Realschule, Schulempfehlung. So, und das jetzt verglichen die Eltern dort mit den Eltern, die ihre Kinder auf die Waldorfschulen schicken. Und da glaube ich halt, dass die Eltern, die ihre Kinder auf die Waldorfschulen schicken, ihre Kinder sehr, also sind meistens Bildungsbürgertum, ja, und die begleiten ihre Kinder auch sehr, sehr eng. Ja. So nach dem Motto, was habt ihr heute in der Schule gemacht? Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Und wie sieht das Programm der nächsten Tage aus? Und ob das halt bei allen anderen Eltern ist, bin ich so ein bisschen skeptisch. Und deshalb mache ich mir ein bisschen, also ich mache mir um die, ich sage jetzt mal, die schnelleren, die stärkeren Schüler an der Gemeinschaftsschule, mache ich mir weniger Sorgen, weil die nämlich wissen, wie wichtig Bildung für ihren weiteren Lebensweg ist. Aber die Kinder, die vielleicht ein bisschen eine höhere Aufmerksamkeit brauchen, die vielleicht auch eine engere Führung brauchen, die von zu Hause vielleicht nicht das Glück haben, wie ich es zum Beispiel hatte, dass meine Eltern mich so eng geführt haben in der Schule, um die mache ich mir eher Sorgen, dass sie in der Gemeinschaftsschule Schwierigkeiten bekommen. Wie gesagt, ich hätte es gut gefunden, wir haben als FDP gesagt, es wurden 42 Gemeinschaftsschulen in der ersten Runde genehmigt. Warum hat man nicht diese 42 mal laufen lassen, hat die 5-6 Jahre sich entwickeln lassen, dann wird evaluiert und dann kann man auch schauen. Wenn die Gemeinschaftsschule wirklich zu besseren Ergebnissen führt, als das das gegliederte Schulwesen bisher gemacht hat, und ihr erinnert euch an die drei Zahlen, Sitzenbleiberquote, Schulabbrecherquote, Jugendarbeitslosigkeit, also das gegliederte Bildungswesen hat durchaus gezeigt, dass es leistungsfähig ist. Wenn die Gemeinschaftsschule zeigt, dass sie besser ist, spricht nichts dagegen, die Gemeinschaftsschule natürlich auszuweiten. Nur, ihr wisst es noch nicht, weil es noch nicht so lange läuft. Und dann wäre es doch besser gewesen, wir hätten die 42 sich entwickeln lassen. Und wenn es gut ist, dann spricht nichts gegen die Ausweitung. Momentan, wie gesagt, schon 209 Gemeinschaftsschulen und ich finde, da herrscht sehr viel das Prinzip Hoffnung, so nach dem Motto, wir sind halt von diesem Konzept überzeugt, weil wir von diesem Konzept überzeugt sind, aber das hat man früher an der Uni einen klassischen Zirkelschluss genannt. Es herrscht so ein bisschen das Prinzip Hoffnung, naja, es wird schon. Und wisst ihr, wenn man im Steuersystem einen Fehler macht, als Landesregierung, als Bundesregierung, dann hat man im nächsten Jahr halt weniger Steuern. Aber wenn man im Bildungsbereich einen dramatischen Fehler macht, wer sind denn die Betroffenen? Das sind Kinder, das sind Jugendliche, das sind junge Menschen. Und da geht es um Bildungsbiografien oder überhaupt um Biografien. Und deshalb finde ich, ist es nicht zu viel verlangt von Grün-Rot, wenn sie im Bildungsbereich Reformen macht, sich vorher zu überlegen, welche Konsequenzen hat es und sind wir sicher, dass es besser wird. Wenn man im Bildungsbereich, das sind so wie ganz viele Zahnräder, und wenn man dann einem Rädchen dreht, dann drehen sich halt andere Rädchen mit. Und ich finde nicht, dass es zu viel verlangt ist, von Grün-Rot zu sagen, überlegt euch vorher, wenn ihr an einem Rädchen dreht, welche anderen Rädchen drehen sich mit. Deshalb wäre ich da, wie gesagt, etwas vorsichtiger. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich das zu verantworten hätte, dass jetzt so viele Kinder sitzen bleiben, wie jetzt sitzen bleiben, und ich hätte das beschlossen, ich würde mir dann nachts Gedanken machen und würde sagen, war vielleicht doch nicht so gut, was wir da gemacht haben und vor allen Dingen haben wir es nicht gut durchgeführt und die Konsequenzen sind jetzt, dass Kinder mit Schule jedenfalls nicht Freude verbinden. Wir könnten jetzt noch zu den Realschulen gehen. Für mich, weil auch zu schnell ist, mittlere Reife an der Realschule, dann 3 Jahre. Das heißt, E9 gibt es ja mit den beruflichen Gymnasien. Wir könnten was über die Lehrerbildung noch machen. Inklusion, auch ein Riesenthema. Vielleicht 2-Säulen-System. Ministerpräsident Kretschmer hat ja gesagt, Bildungsbürgertum, keine Angst. Niemand hat die Absicht, das Gymnasium zu schließen. Es wird zukünftig 2 Säulen geben in Baden-Württemberg. Auf der einen Seite das Gymnasium, auf der anderen Seite die Gemeinschaftsschule. Irgendwas von Realschule gehört? Irgendwas von der Realschule gehört? Irgendwas von beruflichen Schulen gehört? Kommen da Sonderschulen, Förderschulen, E-Schulen drin vor? Ich finde es
eine dramatische Verarmung der reichen Bildungslandschaft, die wir in Baden-Württemberg haben, eben passgenau für die unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Jetzt soll das Ganze auf zwei Schularten eingedampft werden, halte ich relativ wenig davon. Und die Grünen wollen zwar davon jetzt mittlerweile nichts mehr wissen, aber ursprünglich wollten die die eine Schule für alle. Das heißt, im Grunde sollte auch das Gymnasium langfristig in die Gemeinschaftsschulen integriert werden. Gleich hat es gesehen. Das Konzept der Gemeinschaftsschule ist ja auch ein Stück weit die Hoffnung, die stärkeren Schüler ziehen die schwächeren Schüler mit. Dazu brauche ich aber stärkere Schüler in den Gemeinschaftsschulen. Und wenn 60% der Schüler an den Gemeinschaftsschulen eine Hauptschulempfehlung haben, dann ist das nicht ausgeglichen. Im Idealfall sollte ein Drittel gymnasiale Schüler sein, ein Drittel Realschulschüler, ein Drittel Hauptschulschüler. Das wäre praktisch der Idealfall nach den Anhängern der Gemeinschaftsschule. Und die Gemeinschaftsschulen haben ein großes Problem, dass sie zu wenig gymnasiale Schüler haben. Und dann können natürlich schon rein von der Zahl her die Stärkeren und die Schwächeren nicht mitziehen, mal ganz unabhängig davon, ob das tatsächlich realistisch ist und ob das funktioniert. Und wie begeistert die stärkeren Schüler sind, die schwächeren Schüler mitzuziehen. Und wie begeistert die schwächeren Schüler sind, von den Stärkeren sich mitziehen zu lassen. Also das muss man ja von beiden Seiten sehen. Insofern, Professor Bohn in Tübingen hat es früher auch gesagt, geschrieben, konsequent wäre, die Gymnasien im Grunde auch in die Gemeinschaftsschulen zu überführen. Weil solange die miteinander konkurrieren müssen um die starken Schüler, werden die Gemeinschaftsschulen, wie hat er gesagt, ich glaube, fragil sein, jedenfalls nicht stabil. Und spätestens da muss man sagen, halt, stopp, also die Gymnasien jetzt auch noch in die Gemeinschaftsschulen reinzuschieben, dann sehen wir endgültig den Ast ab, auf dem wir in Baden-Württemberg sitzen. Ich halte aber auch schon nichts dafür. Und im Grunde hat mir auch noch kein Sozialdemokrat und kein grüner Politiker erklären können, warum eigentlich hervorragend funktionierende Realschulen sich zwangsläufig zu Gemeinschaftsschulen entwickeln sollen. Der Kultusminister sagt jetzt, ja, die haben ja so eine starke Heterogenität, deshalb, die müssen im Grunde das Konzept der Gemeinschaftsschule übernehmen. Aber wer hat denn für diese extreme Heterogenität gesorgt? Die Probleme der Realschulen sind grün-rote Probleme. Und wenn man die Realschulen in Ruhe gelassen hätte, denen die eine vernünftige Ressourcenausstattung zugebilligt hätte, dann wäre wahrscheinlich keine einzige Realschule auf die Idee gekommen, hey, wir finden das Konzept der Gemeinschaftsschule so teuer, weil es Gemeinschaftsschule werden. Aber da war eine Frage. Hat sich erledigt mittlerweile. Ich wollte eigentlich dazu sagen, weil Sie meinten, dass wir nichts von den Realschulen gehört haben. Die sind dann ja eigentlich in der Gemeinschaftsschule mit inbegriffen, oder? Richtig. Das Ziel war, dass alle anderen Schulen außer des Gymnasiums sich zu Gemeinschaftsschulen fortentwickeln. Ja? Also diesen Begriff könnte man sich auch lange unterhalten, ob das wirklich eine Fortentwicklung von der Realschule zur Gemeinschaftsschule ist. Weil Fortentwicklung für mich immer auch was mit Leistungssteigerung zu tun hat. Aber das Ziel war, wie gesagt, die Realschulen da hinzuschicken. Jetzt haben sich die Realschulen aber insgesamt als widerspenstig erwiesen und sind nur 15, sind diesen Weg gegangen. Ich möchte das natürlich keiner Schule verbieten und sagen, du darfst nicht Gemeinschaftsschule werden. Dürfen sie natürlich gerne. Aber ich möchte nicht, dass sie quasi gezwungen werden. Und die überwiegende Zahl an Gemeinschaftsschulen, die wir in Baden-Württemberg mittlerweile haben, das sind fast ganz überwiegend Schulstandortrettungsmaßnahmen gewesen. Denn wenn man natürlich alle Schüler versammeln kann unter einem Dach, dadurch kann man den Schulstandort retten, ist für eine Kommune auch extrem wichtig. Klar, was heißt das für eine Kommune, wenn sie vor Ort keinen Schulstandort mehr hat? Für die Identifikation der jungen Leute in ihrer Gemeinde ist natürlich verheerend. Das heißt, ich kann auch die Kommunen verstehen, wenn sie sagen, der Bürgermeister, der Gemeinderat sagt, na klar, damit retten wir unseren Schulstandort, kann ich das gut nachvollziehen, aber als Bildungspolitiker sollte ich mich nicht nur mit Schulstandorten beschäftigen, sondern auch mit dem, was passiert denn unterm Dach. Und im Übrigen wird hier ständig die Pädagogik der Gemeinschaftsschule verwechselt, sonst kann man ja den Schulstandort nicht retten. Man könnte beispielsweise über Schulverbünde das genauso hinkriegen oder Gesamtschule. Lernen unter einem gemeinsamen Dach, dann habe ich einen A-Kurs, einen B-Kurs, einen C-Kurs, das kann ich genauso machen. Ich muss nicht immer alle in einem Topf haben und gemeinsam unterrichten. Das heißt, hier werden auch Äpfel mit Birnen verglichen. Es gibt andere Möglichkeiten, um auch auf dem flachen Land
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Schulen zu erhalten. Gibt es da noch eine zweite Frage dazu? Letzte Woche hat der Kultusminister ja jetzt ein riesengroßes Realschulprogramm angekündigt, weil die Realschulen, wie gesagt, sich nicht so weiterentwickelt haben, wie der Kultusminister sich das vorgestellt hat und die Gemeinschaftsschulen finanziell dramatisch privilegiert wurden gegenüber allen anderen Schularten. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn eine Schülerin, ein Schüler die mittlere Reife machen will, war es bisher so, wenn sie sich für die Gemeinschaftsschule entschieden hat, hat sie fast dreimal so viele Ressourcen mitbekommen, staatlicherseits, als wenn sie auf die Realschule gegangen wäre, bei gleichem angestrebten Bildungsabschluss. Das macht ja gar keinen Sinn. Hängt damit zusammen, dass die Gemeinschaftsschulen natürlich immer Zwangsganztagsschule sind, immer Inklusionsschule, damit kriegt man natürlich auch die entsprechenden Ressourcen mit, und Realschulen haben diese Möglichkeit bisher nicht gehabt. Vorhin, du hast es glaube ich gesagt, fairer Wettbewerb, das war alles andere als fairer Wettbewerb. Und obwohl man so die Gemeinschaftsschulen privilegiert hat, haben sich, wie gesagt, sind die Realschulen nicht richtig mitgezogen. Der Kultusminister hat in einem Sommerinterview der Südwestpresse, ich glaube war am 8.8. gesagt, ja, das Problem ist in der Tat so, dass wir zu wenig Realschüler, zu wenig Gymnasiasten in den Gemeinschaftsschulen haben. Das ist der Preis der Freiwilligkeit. Andere Länder haben einfach diese Schularten ja, per Gesetz mehr oder weniger verboten. Das wollten wir nicht machen. Also ich glaube, da wäre auch ein Sturm der Entrüstung in Baden-Württemberg losgebrochen, wenn man praktisch die Realschulen per Gesetz abgeschafft hätte. Aber man müsste jetzt den Realschulen helfen mit einem Landeskonzept, dass sie sich eben Richtung Gemeinschaftsschule entwickeln. Jetzt ist das Konzept vorgelegt, noch nicht alle Fragen geklärt, aber gestern hat der Kultusminister mir auf meine Fragen im Landtag seit langem mal wieder konkret geantwortet. Es soll an den Realschulen zukünftig eine sogenannte Orientierungsstufe geben, 5., 6. Klasse. Und dort werden alle Kinder sowohl auf Realschulniveau oder auf Hauptschulniveau unterrichtet. Also beides gleichzeitig, möglichst individuell. Hört sich sehr stark nach Gemeinschaftsschule an, wo ja auch alle drei Niveaustufen angeboten werden. Ich habe dann gefragt, Herr Kultusminister, wenn es da diese Orientierungsstufe gibt und da alle zusammen unterrichtet werden auf unterschiedlichen Niveaustufen. Erstens klingt das sehr nach Gemeinschaftsschule und zweitens, gibt es denn da noch Noten da? Und wenn es da noch Noten gibt, gibt es da noch Sitzenbleiben? Und wie messe ich denn eigentlich Sitzenbleiben nach der 5. oder nach der 6. Klasse? Muss dann einer, ich sag mal, die Realschullatte gerissen haben oder muss er die Hauptschullatte gerissen haben? Also wie messe ich denn ein Klassenziel, wenn ich das nicht erreiche, wenn ich beide Niveaustufen in der gleichen Klasse anbiete? Und dann hat der Kultusminister Stoch, wie ich finde, offen gesagt, ja, das Problem kriegen wir im Grunde nur in den Griff und wir arbeiten da gerade eben dran, indem man das Sitzenbleiben aussetzt in der 5. Klasse. Das heißt, es ist geplant, dass in der Realschule in der 5. Klasse nicht mehr sitzen geblieben werden kann. Leute, das ist die Gemeinschaftsschule durch die Hintertür den Realschulen jetzt aufs Auge gedrückt. Ja. Die Pädagogik ist die gleiche schon in der 5. und 6. Klasse. Jetzt wird auch noch das Sitzenbleiben in der 5. Klasse abgeschafft. Jetzt steht da vielleicht noch draußen Realschule dran, aber das, was innen drin passiert, ist doch sehr stark in Richtung Gemeinschaftsschule. Und das kann nicht sein. Weil dadurch ich den Realschulen ja gar keine Entscheidungsfreiheit gebe, möchte ich denn überhaupt so unterrichten? Ganz kurz noch, nach dieser Orientierungsstufe ist dann großzügigerweise wird dann erlaubt, also zu differenzieren. Dann darf es einen Realschulzug geben und einen Hauptschulzug und ich kann zukünftig an der Realschule nach 9 Jahren den Hauptschulabschluss machen, nach 10 Jahren wie bisher auch die mittlere Reife. Und da darf zeitweise getrennt voneinander unterrichtet werden. Ansonsten soll auch gemeinsam unterrichtet werden. Jetzt mal bitte eine Frage. Ja, ich wollte fragen, wie das eigentlich bundesweit gesehen ist, beziehungsweise ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie die FDP da steht, ob die FDP dann dafür ist, dass bundesweit gewissermaßen jetzt gleiche ja, Bildungseinrichtungen gibt und Bildungsmöglichkeiten gibt oder eben nicht. Und ich finde halt, es ist auch bundesweit einfach ein Problem, wenn sich Baden-Württemberg jetzt einfach in diese Richtung verändert, in Richtung Gemeinschaftsschule. Ich meine, okay, ich verstehe das, dass man sagt, wir wollen jetzt keine Art der Bildungseinrichtung verbieten und sagen, die kann ich nicht durchsetzen, ich bin jetzt persönlich dagegen, aber das ist ja dann wieder was anderes. Wie ist das bundesweit?
Also wir haben ja dadurch, dass die 16 Bundesländer alle ihre eigene Kulturhoheit haben, einen fürchterlichen Flickenteppich an unterschiedlichsten Schularten mittlerweile. Das ist ein Problem. Und ich würde als allererstes mal dafür sorgen, dass wir so etwas Ähnliches, aber in ganz starken Anführungszeichen, wie ein bundeseinheitliches Zentralabitur haben, damit mal hier gleiche Standards sind. Denn mir sagen auch Dozenten an Universitäten, es ist der helle Wahnsinn, mit was für unterschiedlichen Voraussetzungen Abiturienten aus unterschiedlichen Bundesländern bei uns an der Universität oder an den Hochschulen kommen. Dass es niemals am gleichen Tag Zentralabitur in ganz Deutschland geben wird, ist völlig klar. Das lässt sich schon organisatorisch nicht machen, weil die Ferien ja unterschiedlich beginnen, die Schuljahre folglich unterschiedlich lang sind und wir müssen ja Chancengleichheit hinkriegen. Also wir werden niemals am gleichen Tag in ganz Deutschland das gleiche Abitur haben, aber man geht ja schon in die Richtung, dass man gemeinsame Aufgabenpools, Abituraufgabenpools auf Bundesebene sammelt, woraus dann die Kultusminister oder die Kultusverwaltungen das Abitur, also die Aufgaben fürs Abitur holen. Das wäre ja mal ein erster Schritt. Und ich glaube, wir wären da sicherlich schon viel weiter, wenn die Südländer nicht Sorge hätten, dass wenn wir das alles angleichen, wir im Grunde das eher als etwas weniger leistungsstarke Nordniveau im Bildungsbereich haben. Wenn, ich sag mal, Länder wie Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, und die diskriminiert die anderen Bundesländer, aber wenn die sagen, hey, das Südabitur, wie das Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg macht, das wollen wir übernehmen, hätten wir sicherlich gar nichts dagegen. Die Frage ist nur, wo trifft man sich? Und ich glaube, wir können uns, wie gesagt, ein zweitklassiges Bildungssystem in Baden-Württemberg nicht leisten, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Das Problem der baden-württembergischen Bildungspolitik ist ja, dass durch diese Revolutionen, die Grün-Rot vorgenommen hat, beispielsweise G8, G9, wir haben 44 G9 Gymnasien in Baden-Württemberg, da wird ja schon der Umzug innerhalb Baden-Württembergs schwierig. Und da sollten wir rangehen, dass man vergleichbare Strukturen hat. Aber jetzt war da hinten noch eine Frage. Ja, mit diesen Niveauunterschieden, von denen gesprochen wird zwischen den Bundesländern, führt das nicht dazu, dass Schüler in Baden-Württemberg in ihren Lebenschancen benachteiligt werden, weil sie eben nicht das Abitur haben, mit dem sie dann etwas studieren können, was sie vielleicht hätten, wenn sie in Bremen oder in Hamburg zur Schule gegangen wären? Nur wenn man davon ausgeht, dass das Menschsein mit dem Abitur anfängt. Ja. Aber ich glaube, wenn hier einer eine tolle mittlere Reife macht und dann eine Ausbildung macht und im Betrieb seinen Mann, seine Frau, ihre Frau steht, dann glaube ich, dass da nicht, ist das ein qualitativ weniger wertes Leben und finanziell ist es ganz sicher nicht qualitativ weniger. Ja? Ja, in der freien Wirtschaft auf jeden Fall, aber es gibt ja auch sehr viele Menschen, die beim Staat arbeiten. Ja, soll es den einen oder anderen geben. Ja. Das ist doch etwas formaler. Aber ich glaube, das Ziel kann ja nicht sein, so die These ja von dir, in Bremen ist Abitur leichter, also müssen wir das den baden-württembergischen Kindern auch leichter machen, zum Abitur zu kommen. Also das ist doch Käse. Weil, was wird denn dann passieren, wenn, egal welcher Arbeitgeber, egal welche Hochschule, wenn die den Verdacht haben, dass wenn da zwar Abitur draufsteht, aber da nicht Abitur drin ist, dann werden Eingangsprüfungen gemacht. In Finnland zum Beispiel jetzt schon, ja, dass ganz knüppelharte Eingangsprüfungen gemacht werden. Und das kann nicht das Ziel sein, weil wer hat dann die Chancen? Wer hat dann höhere Chancen? Der sich leisten kann, sich das entsprechende Wissen einzukaufen durch Nachhilfe. Und das will ich nicht. Ich mache mir im Übrigen große Sorgen, wenn das Bildungsbürgertum in Baden-Württemberg den Verdacht bekommt, dass an den staatlichen Schulen nicht mehr die Leistung erbracht wird und auch abgerufen wird, die sie sich für ihre eigenen Kinder erhoffen, dann werden die Privatschulen die Pilze aus dem Boden schießen. Und jetzt heißt es ja immer die FDP, also für die Elitären, die ihre Kinder auf die Privatschulen schicken. Nein, ich werde bis zum letzten Blutstropfen dafür kämpfen und mich einsetzen, leidenschaftlich, dass wir ein hervorragendes staatliches Schulsystem haben, weil sich nämlich sonst diejenigen, die es leisten können, sich vom marode staatlichen Schulsystem freikaufen. Und das kann nicht in unserem Interesse sein, weil es war auch eine urdemokratische Errungenschaft von Liberalen,
dass Positionsvergabe in einer Gesellschaft über Leistung geht und eben nicht über Geld, nicht über Adel, nicht über so dürfen Positionsunterschiede in einer Gesellschaft legitimiert sein über unterschiedliche Leistungen. Das ist gerecht. Und das muss offen sein, ist nicht so offen, wie ich es mir vorstelle, aber alles andere hat keinen Sinn. Und das Niveau insgesamt abzusenken und dass dann diejenigen, die sich leisten können, rausgehen, weil sie für ihre Kinder das Optimale wollen, das kann man denen ja auch nicht vorwerfen, dann haben wir englische oder US-amerikanische Verhältnisse und das Gegenteil von dem, was ich will. Und das Schlimme ist, die Politik, die Grün-Rot macht, ich befürchte, dass sie insgesamt genau das Gegenteil von dem erreichen wollen. Die rechtfertigen ihre Bildungspolitik ja mit höherer sozialer Gerechtigkeit. Sie werden das Gegenteil von dem erreichen, was sie mit ihrer Bildungspolitik machen. Und deshalb halte ich nichts davon, Sitzenbleiben abzuschaffen, Noten abzuschaffen. Natürlich weiß ich als Lehrer, dass Noten auch irgendwo etwas, also nicht hundertprozentig Objektives haben. Das ist doch völlig klar. Aber die Alternative ist, darauf zu verzichten, davon halte ich gar nichts. Ja. Was würden Sie davon halten, in einigen Fächern auf Noten zu verzichten und da wie in der Grundschule Texte wieder einzurichten? Weil ich finde zum Beispiel in bildende Kunst, Kunst kann man nicht bewerten. Sonst würde ich jetzt in jedes Museum gehen und sagen, okay, fliegt raus, ist einfach Schrott. Weil ich fand halt blöd, weil im BK hatte ich ehrlich gesagt nie Lust zu malen, was der Lehrer mir sagt. Und wenn er mir dann gesagt hat, du bist künstlerisch nicht begabt, dein Strich hat nicht 45 Grad, sondern 47, dann habe ich mir auch gedacht, okay, bildende Kunst ist keine Kunst, sondern eher malen nach Zahlen. Du hast die Zahlen nicht befolgt. Ja, also, worüber wir uns, glaube ich, einig werden, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es neben Noten noch die entsprechenden Verbalbeurteilungen gibt. Gibt es ja auch, selbst am Gymnasium, Unterstufe, ja, wo mehr mit Texten noch ein Niveau, Leistungsniveau beschrieben wird. Ja, warum denn nicht? Ist doch okay. Ob man jetzt da auf Noten verzichten soll, weiß ich nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber wenn man, es gibt ja viel mehr Leistungsmessungen als nur Noten und auch Lehrer, also wenn die dir immer nur die Note zum Halbjahr oder zum vollen Jahr mitteilen und sonst nie die Rückmeldung geben, wo du tatsächlich stehst, wo du deine Stärken hast und wo du dich vielleicht noch ein bisschen mehr reinhängen kannst, dann hat derjenige Lehrer, glaube ich, seinen Beruf verfehlt. Ja. Aber ich meine zum Beispiel vor allem bildende Kunst oder Musik, also die freien Fächer. Ja, ich sehe schon. Ein Trauma hat sich da bei dir festgestellt. Nein, aber ich kann jetzt drei Linien an die Wand malen. Der eine wird sagen, wisch's weg. Und der andere wird sagen, ich kaufe das Kunstwerk für 10 Milliarden ab. Ja. Finden wir eigentlich. Ich werde noch Picasso. Wohl dem, der es gemalt hat. Ich bin auch kein riesengroßer Künstler in bildender Kunst gewesen, aber ich glaube schon, dass wenn die Pädagogen, die das studiert haben, die sich da auskennen, dass sie durchaus in der Lage sind, Qualitätskriterien und Maßstäbe anzulegen, um ein Kunstwerk, also völlig unabhängig von der persönlichen Genialität, auch entsprechend einigermaßen gerecht beurteilen zu können. Es geht ja in anderen Fächern auch. Im Übrigen, Deutsch wird ja auch immer so ein bisschen unterstellt, dass ein Aufsatz dem einen Lehrer gefällt, dem anderen Lehrer gefällt es nicht. Ja, wie soll man das beurteilen? Spannenderweise, gerade bei Deutschaufsätzen im Abitur, gehen die Notenunterschiede zwischen 1, 2 und Drittkorrektor nicht so weit auseinander wie beispielsweise in anderen Fächern. Also ganz offensichtlich gibt es doch in diesen Fächern, die vielleicht ein bisschen schwieriger für Nicht-Fachleute zu beurteilen sind, gibt es doch relativ objektive Bewertungsmaßstäbe. Dazu nochmal zu den schriftlichen Rezensionen. Ich bin einer von den vorhin von Ihnen angesprochenen Waldis und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir eben schriftliche Zensuren haben, von der ersten bis zur, in der 12. jetzt kriegen wir immer noch welche. Wir können zwar nebenbei noch ein Notenzeugnis anfordern, kriegen aber insgesamt schriftliche Zeugnisse und unten dran steht dann eben meinetwegen, Konrad arbeitete sehr gut in Chemie. Und ich persönlich finde das sehr viel besser, weil man dadurch dann eben doch sieht, wo die Stärken und Schwächen sind. Und das ist eben, wenn ein Lehrer mir sagt, dass es so ist, dann höre ich das einmal, gehe nach Hause und denke, ja, was war denn da jetzt? Deswegen, ich finde es, wenn es so schriftlich ist, finde ich es echt viel besser. Und ich glaube, wenn das auf der Staatsschule so wäre und auch auf der Gesamtschule, würden einige Schüler weniger sitzen bleiben. Ich bin auch in der Gesamtschule. Ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir, und ich, also auch am Gymnasium, am allgemeinbildenden Gymnasium, wo es diese
Noten ja im Zeugnis gibt, tut der Lehrer, also es sei denn, er hat seinen Beruf völlig verfehlt, ja regelmäßig Rückmeldung geben. Im Übrigen, mündliche Noten müssen in bestimmten Abständen gegeben werden. Viele Lehrer schreiben das mittlerweile auf die Klassenarbeit dran, ja, also Klassenarbeit 2 minus, mündlich bisher 3 plus oder 1 bis 2. Also es gibt ja viel mehr Rückmeldungen als nur tatsächlich die nackte Note. Im Übrigen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man Schülern nur verbal rückmeldet, wo sie stehen, dann kommt immer die Frage, und welche Note ist das? Also Schüler, ja, und Schüler wollen selber auch genau wissen, wo stehen sie denn? Die Noten haben, wie gesagt, eine begrenzte, keine hundertprozentige Aussagekraft. Aber ich finde, ob man eine 4 hat, wo eben klar ist, das ist so gerade eben noch das, was akzeptabel ist, um ein Ziel zu erreichen, oder ob man eine 2 hat, oder ob man eben eine 6 hat, das hat schon eine sehr deutliche Aussagekraft, wo man steht, auch eine Rückmeldung. Und ich, also auf der einen Seite sollte man Kindern vor diesem Notenfetischismus ihnen die Angst nehmen, weil Noten definieren dich nicht als Mensch, aber gleichzeitig können Noten vernünftig und gesund verstanden auch ein hohes Motivationspotenzial für Kinder haben. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich glaube, es war eine 12. Klasse, Jahrgangsstufe 1. Also das war, glaube ich, noch G9. Da bin ich in Rallye rein und habe gesagt, ich habe mir entschieden, alle 15 Punkte im Halbjahreszeugnis. Der Jubelschrei dauerte genau 3 Sekunden, weil dann meldet sich die erste Schülerin und sagt, Moment mal, also wenn Paul 15 Punkte kriegt und ich 15 Punkte kriege, dann bin ich nicht mit einverstanden, weil ich bin hier viel mehr Leistung als Paul. Das heißt, Schülerinnen und Schüler wollen auch unterschiedlich bewertet werden und wollen auch Unterschiede sehen. Und mir war völlig klar, dadurch, dass ich in Physik nicht besonders fleißig war, war ich halt mit der 3 zufrieden. Aber in anderen Fächern, in Geschichte, wäre ich todunglücklich gewesen, wenn ich eben nicht in der Mittelstufe oder später auch in der Oberstufe die 1 gehabt hätte. Weil das war mein Fach und da wollte ich auch Leistung bringen. Ja. Aber wie wäre es, wenn man Leistung ein bisschen anders definiert? Weil ich habe jetzt in Wirtschaft, da Sie ja auch Wirtschaft lieben. Und erstmal Preismengendiagramme da drauf. Lieber nicht. Ich habe jetzt 13 Punkte in Wirtschaft, mündlich. Die Lehrerin, als ich meine schriftliche Arbeit gesehen habe, ist mit mir sofort, hat mich fast schon am Ohr gepackt und ist mit mir rausgegangen, weil ich dann schriftlich irgendwie einen Blackout hatte und irgendwo ganz weit unten war. Das war eine extrinsische Motivation. Bei uns steht aber mündlich genau 20%. Ich kann Wirtschaft. Im Zeugnis steht aber einfach nur drin, naja, nichts Schönes. Ja, also, genau. Ausnahmen bestätigen die Regel und wir kennen alle hunderte von Beispielen, wo wir selber natürlich völlig ungerechtfertigt zensiert wurden. Ja, ich meine, in der Schule ging mir auch so, würde aber jetzt vorschlagen, dass wir wieder ein bisschen Richtung Grünrote oder überhaupt FDP-Bildungspolitik gehen. Wir können ja vielleicht nachher individuell nochmal über Wirtschaft und die Noten uns da drüber unterhalten. Ich bin momentan dabei, die FDP zu retten, da kann ich schwer noch als Lehrer Nachhilfe geben. So, ich würde sagen, jetzt noch kurz Schulfrieden. Was hat die FDP vorgeschlagen, warum? Ich glaube, durch meinen bisherigen Vortrag ist klar geworden, dass wir nicht mit allem hundertprozentig einverstanden waren, was Grün-Rot in den letzten 3,5 Jahren gemacht hat. Und Robert, ich glaube, du warst, dass die große Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die grün-rote Bildungspolitik zitiert. 58% der Menschen sind unzufrieden mit der grün-roten Bildungspolitik. Klammer auf, wundert mich auch nicht, Klammer zu. Jetzt hat auch Robert aber gesagt, dass es von der CDU sehr unterschiedliche Äußerungen gibt. Was passiert, wenn 2016 die CDU wieder die Macht übernimmt, die Wahl gewinnt? Da gibt es den einen oder anderen CDUler, der sagt, dann drehen wir alles wieder rückwärts. Und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Wir oder andersrum. Wenn ich in Realschulen gehe, wenn ich in Hauptschulen gehe, wenn ich in Gymnasien gehe oder in die beruflichen Schulen, sagen mir die Lehrer, oh Mann, ständig werden hier irgendwelche bildungspolitischen Säue durchs Dorf gejagt und wir müssen es umsetzen oder ausbaden. Könntet ihr euch nicht mal auf ein paar grundsätzliche Basisdinge verständigen im Parlament, damit die Bildungspolitik nicht immer vor Ort, nicht immer von der Großwetterlage in Stuttgart abhängig ist. Einfach mehr Planbarkeit, mehr Verlässlichkeit. Neulich war ich in der Nähe von Triberg, da kam Oberbürgermeister zu einer FDP-Veranstaltung.
Kulturveranstaltung, der nicht der FDP angehört, und sagt, Herr Kern, ich gehe jetzt demnächst mit meinem Gemeinderat in Klausur, Haushaltsberatungen, ich habe ein Gymnasium vor Ort, ich habe eine Realschule vor Ort, ich habe noch eine Werkrealschule vor Ort. In welche der Schularten, alle drei müssen eigentlich saniert werden, soll ich denn jetzt die Millionen reinstecken, die wir dringend investieren müssen? Sag ich, ja, ein bisschen schwierig, weil Zukunft ist, oder Prognosen sind ja immer dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Und habe dann gesagt, ich kann Ihnen da einen schlechten Rat geben, weil ich nicht weiß, wie die Bildungspolitik über 2016 hinausgeht. Grün-Rot sagt, wir wollen ein Zwei-Säulen-System, anderes nicht mehr, also nur noch Gymnasium und Gemeinschaftsschule. Also das Sinnvollste wird ein Gymnasium auf Vordermann bringen und die anderen Schulen sollen eine Gemeinschaftsschule zusammenfassen. Nur pädagogisch bin ich davon nicht überzeugt, dass das die beste Lösung ist. Wenn die CDU die absolute Mehrheit bekommt, kann es passieren, dass wieder was völlig anderes gemacht wird, aber dann sagt der, dann habe ich aber meine Investitionen versendet. Also das heißt, das hat ja eine hohe Relevanz von Steuergeldern, wie die Schulstruktur in den nächsten Jahren aussieht. Und vor dem Hintergrund habe ich eben dafür geworben, in der Fraktion, wobei der Widerstand sehr übersichtlich war, dass wir ein Bildungspapier machen unter der Überschrift, wir brauchen in Baden-Württemberg im Grunde so etwas Ähnliches wie einen Schulfrieden, dass die Parteien sich mal zusammensetzen, sich, sag mal, auf eine linke Leitplanke, eine rechte Leitplanke, auf gewisse Strukturen einigen, dass wir, dass die Fraktionen, die Parteien unterschiedliche Schwerpunkte in der Bildungspolitik setzen. Ist doch völlig klar, wir haben auch unterschiedliche Menschenbilder, von denen wir ausgehen. Also kommt man auch zu einer unterschiedlichen Bildungspolitik. Aber dieses von meinen Verwandten in Nordrhein-Westfalen als Phänomen rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln, das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Also einmal die hohe Unzufriedenheit mit Grün-Rot und gleichzeitig die Sorge vor der Zukunft, das war der Beweggrund, die Gründe, warum wir gesagt haben, hey, wir brauchen sogar den Schulfrieden. Und wir haben als erste Fraktion ein 16-seitiges Papier vorgelegt, wo wir gesagt haben, wie könnte denn so ein Schulfrieden aussehen? Lange Rede, kurzer Sinn, ich fasse es zusammen. Im Grunde wollen wir möglichst viel Verantwortung vor Ort geben. Es sollen Bildungsregionen entstehen, die sich einigen, wo wollen wir gymnasiale Angebote, wo wollen wir Realschulangebote, wo wollen wir eventuell Gemeinschaftsschulangebote, welche beruflichen Schulen wollen wir haben, wo Sonderschulen und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn man sich dann auf regionaler Ebene vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auf Schulstandorte geeinigt hat, dann können selbstverständlich auch die Schulämter eine moderierende Funktion einnehmen, dass dann der Landtag den Haushalt so beschließt, dass vor Ort dieses Schulsystem entsprechend finanziert wird. Wir möchten im Grunde zu einem Art Bildungsgutscheinmodell kommen oder zu einem Art Rucksackprinzip. So wie im Privatschulbereich, die Privatschüler ungefähr 80% dessen an Kosten mitbekommen, was ein staatlicher Schüler kostet, so möchten wir eben auch im staatlichen System, dass jeder Schüler Ressourcen mit auf den Rücken in seine Schule bekommt, dann hätten wir einen fairen Wettbewerb zwischen den Schularten. Und das Problem ist, die Parteien müssten halt Verantwortung abgeben und die Verantwortung ein Stück weit Entscheidungshoheit an die Kommunen oder zumindest auf regionaler Ebene abgeben. Und da ziert sich noch die ein oder andere Partei, diesen Einfluss in der Bildungspolitik im Grunde abzugeben, weil natürlich auch irgendwo klar ist, außer im Bildungsbereich, im Hochschulbereich hat der Landtag nicht mehr so wahnsinnig viel alleine zu entscheiden, weil entweder der Bund oder Europa mitspricht bei vielen anderen politischen Themen. Der Kultusminister hat im Grunde 3-4 Wochen uns entweder, also erstens mal waren am Anfang alle begeistert, Handwerk, Arbeitgeber haben einiges auch, wir haben das an alle 3000 Schulen per E-Mail verschickt, unser Bildungspapier, aber große Rückmeldungen bekommen, auch aus der Partei, die sagen, hey, genau das brauchen wir, endlich müssen wir mal zu so einem Schulfrieden kommen. Der Kultusminister hat am Anfang gesagt, toll, dass die FDP sich bewegt. Also er begrüßt es grundsätzlich, aber die CDU bewegt sich ja nicht und da weiß man auch nicht, was die genau will, also machen solche Schulfriedensgespräche keinen Sinn. Wir haben trotzdem dafür geworben und haben gesagt, also wenn es jetzt nicht vor dem Wahlkampf zu solchen Gesprächen kommt, weil glaubt doch kein Mensch, dass man im Wahlkampf sich noch im Bildungsbereich da tatsächlich einigt und dass man da Positionen oder Kompromisspositionen sucht, wenn man davor nicht dazu kommt, dann werde ich dafür plädieren, mich dafür einsetzen, dass dieses Papier den Wählerinnen und Wählern von Baden-Württemberg vorgelegt wird zur Landtagswahl, dass sie dann sagen, jawohl, sowas wollen wir haben oder sowas wollen wir nicht haben.
wobei ich davon felsenfest überzeugt bin, dass sehr viele Menschen in Baden-Württemberg so einen Schulfrieden haben wollen. Und jetzt, gucke da, Freitag vor der Woche, meldet der SWR, dass der SPD-Vorsitzende Nils Schmid eingeladen hat zu Schulfriedensgesprächen. Wow, finde ich toll. Was mir nicht so gut gefallen hat, dass er gleich so drei Vorbedingungen definiert hat, also das Zwei-Säulen-System, nach dem Motto brauchen wir gar nicht erst verhandeln, weil das sei also gesetzt. Ich finde, wenn man in solche Gespräche geht, sollte man möglichst wenig Vorbedingungen machen. Nächsten Tag hat er dann gesagt, es waren keine richtigen Vorbedingungen, sondern mehr so Dinge, über die er da sprechen möchte. Wir werden sehen. Der 13. Dezember ist der Termin, an dem das jetzt angekündigt wurde. Wie viele Personen hingehen, ist noch überhaupt nicht klar. Wie viele Parteien, wie viele Fraktionen, muss man abwarten, wie sich die Parteivorsitzenden da einigen. Aber es hat natürlich für uns die Möglichkeit, dass wir eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben, dass wir unsere Vorstellungen auch transportieren können. Und wenn wir uns mit SPD und Grünen in dem einen oder anderen Bereich vielleicht sogar einigen, ist das im Interesse der Sache ja durchaus begrüßenswert. Ich habe dem Kultusminister schon in mehreren Reden vorgeschlagen, warum nehmen wir uns nicht mal einen Teilbereich im Bildungsbereich raus, zum Beispiel Inklusion, weil da die Positionen der Parteien nicht so weit auseinander sind. Und gerade da verbietet sich ja parteipolitisches Gezänk erst recht im Inklusionsbereich. Warum nehmen wir nicht vielleicht gerade den Inklusionsbereich raus aus dem Bildungsbereich, einigen uns hier auf ein Konzept, und das wäre doch schon mal ein schöner Erfolg. Und wenn man da sozusagen das auch als vertrauensbildende Maßnahme, dass man sich einigen kann, kann man das ja auf andere Felder im Bildungsbereich ausweiten. Punkt, weil meine FDP ist eine dialogische Partei. Bisher war das sehr stark, um es pädagogisch auszudrücken, Frontalunterricht. Deshalb möchte ich jetzt zur Gruppenarbeit, nein, keine Angst, keine Landstraße und auch kein Fischbowl. Jetzt freue ich mich auf eure Fragen, hoffe, dass es bis dahin einigermaßen erträglich war. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und jetzt geht's los zum Diskutieren.